Leute, Timex hier. Wir spielen weiter GTA RP. Ich bin immer noch Polizeianwärter. Ich muss versuchen aufzusteigen. Bin aber nicht nur Polizist, weil ich sterbe die ganze Zeit und werde angeschossen und bin die ganze Zeit ultra arm und kann mir nichts leisten. Dass ich jetzt korrupt werde, mich Gangs anschließe und so ein bisschen meine eigenen Interessen vertrete. Das ist der Plan. Wenn euch das Ganze gefällt, einfach den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Da kommen die geilsten Highlights. Viel Spaß mit der Folge. Sancho und Zentrale, Funkcheck. Oh Gott, Chef. Funkcheck. An alle Check an alle Polizeibeamte. Check. Einmal bitte auf dem Polizeihof, da wo man die Fahrzeuge auspackt, sammeln. Jo, das ist alles klar. Ich muss sammeln und zu den Gefangenen rauslassen kommen. Achso. Ja, wir warten mal ganz kurz, okay, bis alle hier sind. Im Rang, bitte Rang geordnet aufstellen. Das heißt links von mir aus gesehen Anwärter und rechts dann halt aufsteigend. Ne, links die Anwärter, von, also von hier, hier drüben die Anwärter und dann aufsteigend des Ranges. Okay, verstanden. Ja, die Anwärter sind aber ganz schön pünktlich. Ja, ja, die sind pünktlich. Herr Winter? Ja. Sind Sie dem anderen auch Anwärter? Was haben Sie denn für eine dicke Brille? Ja. Die ist extra hässlich für einen Polizisten. Extra hässlich. Komm sofort wieder. Fehlt die ihre Sehstärke oder was? Ey, hier fehlt ja die Hälfte. Ja. Das ist doch super. Ogren fehlt noch. Was ist diese Brille? Boss fehlt. Haube fehlt. Ja, drin fehlen noch zwei, die noch im Kopf mussten. Pater fehlt. Der Herr Richterkopf noch. Wie sieht das überhaupt aus mit der Beförderung, wo wir schon beim Thema Anwärter sind? Warte bis morgen. Morgen. Herr Sancho, Geduld haben. Morgen. Ich bin schon so lange dabei, ich wurde schon so oft angeschossen. Herr Sancho, morgen ist Besprechung. Morgen gibt es sicherlich für den Großteil der Anwärter eine Beförderung zu meistern. Sehr schön. Eine Schussrunde qualifiziert nicht unbedingt zur Beförderung. Ja. Das korrekt, das sage ich auch immer. Die einzige Qualifikation scheint zu sein, dass Sie Kugeln fangen können. Ja. Er ist unser Kugelfanger. Man könnte ihn einfach als Schutzschild benutzen. Ja, könnt ihr richtig. Eine, sich in eine gerade Reihe aufstellen und nicht in den krummen Himmel. Frage an die Kollegen. Was sagen Sie immer? Den Herrn auf Zelle 2 rausgelassen. Ja, die fehlen, die haben halt dann jetzt Pech gehabt. Korrekt. Am besten ziehen Sie mal bitte ganz kurz die Westen ab, weil ich die Schulterklappen sehe. Da kommt noch der Herr Richter. Ja, ich sehe es sonst nicht. Mann. Drängt sich doch mal an, guck mir so ins Gesicht. Ja, ich zieh kurz meine Weste aus. Die Hälfte halt gleich aus. Darf man Wünsche äußern? Nein. Herr Sancho hat es richtig erkannt, okay. Und Sancho also, kriegt sich in die Weste auszuziehen. Ja, Herr Sancho, ich weiß, Sie sind Anwärter. Herr Sancho. Ist sie ausgezogen jetzt? Ja, jetzt. Ja, ist sie. Okay, ja, sie sind jetzt. Meister und Sie sind Kommissar, richtig. Richtig, der neben mir ist aber auch befähigt als Kommissar. Die Name runter. Ab morgen. Das ist nur auf Befehl. Ja, ab morgen. So. Aber nicht ab heute. Ich könnte ja auch sagen, ja, ich bin am Boden befähigt zum Hauptkommissar. Ich glaube ja, nicht. Man weiß ja nie. Das so ist wie russisch Roulette. Genau. So, wer fehlt denn da jetzt noch? Gomez? Wer ist gerade in Dienst gekommen? Aiden Gomez. Achso. Ich wiederhole nochmal alle Kollegen jetzt zum Hof bei den Fahrzeugen. Oh, wer ist das? Ist der Weihnachtsmann aus unserer Garage gesprintet gekommen? Ich frag den mal kurz. Wer rennt da jetzt hinterher? Der Kollege. Der ihn freigelassen hat. Der hat aber keine Geschenke mitgebracht, das ist schon ehrenlos. Ja, was? Der Weihnachtsmann. So. Sie sind. Cutter, warten Sie ganz kurz. Anwärter. Ja, leider noch. Okay, dann einmal bitte da drüben hinstellen. Kann Sie ganz kurz? Ja? Ja, gleich, okay? Wie sieht's denn aus mit der Streifeneinteilung? Ja, jetzt ja das machen wir jetzt. Gleich, immer mit der Ruhe. Leute, okay. Dass ich hier. Geduld, oh, perfekt, ich komm gleich. Bitte dem Dienstgrad nach aufstellen, hier hinten ist. Ja, wegen, haben Sie was zu trinken für mich? Okay. Wenn Sie einen Shaker haben, ja. Ja, hab ich. Und Weste aus. Sonst bin ich hier gleich. Check. An wer nochmal Name? Einmal zu. Okay, Bernhaus, Sie kriegen einmal was von mir. Vielen lieben Dank. Gerne, Doc.
Jetzt braucht nur noch ein vernünftiger Sniper kommen und ihr seid alle One-Shot. Alle weg. Herr Gomez? Stell dich auch bitte zu dem Kollegen. Mach Streife einfach. Okay, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 9 Anwärter. Ein Meister, 2 Kommissare. Herr Ockwin ist auch Meister, wir haben 2 Meister. Ach, der Herr Weiß sogar. Funkcheck? Ich müsste aber schon deutlich höher sein. Check. Nein, sie sind trotzdem noch Anwärter. Funkcheck positiv. Herr Ockwin, Sie stellen sich auch bitte. Alle, wenn Sie nächstes am nächsten Mal Freitag, richtig, das heißt, will ich die rumkommandieren. Zu dem Meister. Herr Cutter, da sehe ich Sie. Rum, da sehe ich mich auch. Also, da schreibe ich das BW-Angebot. Naja, Sie können ja auch nur als Meister, kann sie auch nur dann Anwärter. Ja, Double Rank Up, sehe ich mich. Black Wecklinge! Wer es glaubt? Gut, also. Ja? Wer es glaubt, was denn sonst? Ich war jetzt 3 Wochen lang, jeden Tag 6 Stunden im Dienst. Also, Herr Cutter, ich würde gerne wieder mit Ihnen in den Dienst fahren. Die zwei fahren mit Herr Gomez. Wie ist Ihr Name nochmal? Baum. Bitte? Baum! Baum, okay. Wer funkt hier schon mehr durch? Stellen Sie sich bitte zu Ihrem Streifenpartner, dem Herr Gomez. So. Ja, können Sie, müssen die Maske aus. Die Maske, oh mein Gott. Auch Sie bitte? Weste ausziehen. So, Sie zwei. Umso höherrangig, umso blöder. Fahren ja, mit ja, dem Baum. Kollegen hier, mit dem Herr Baum. Jawohl. Viel Spaß. So. Zu dritt auf Streife? Natürlich. Wir sind ja so viele, deswegen. Check. An die Kollegen, der Streifenwagen, der hier steht, ist meiner. Bei dem Herrn Ock. Und wie lauten jetzt immer genau Ihre Namen von meinen Streifenpartnern hier vor mir? Baum. Ich? Ja, ganz hier gut. Beispielsweise? Max Sancho. Okay, Herr Sancho und der Kommissar? Baum, sieht man auch. Ah, Baum. Okay, Baum und Sancho. Okay, muss ich mir merken. Ich auch. Ich bin Holgersen. Nils Holgersen? Nils Holgersen, ja. Alarm, Alarm! Bitte fangen Sie den Typ, auch der an. Wurde immer als Geisel genommen in den letzten Wochen. Ja, und jetzt räche ich mich daran, so ein Ding. Ja, so ein Ding. Ich habe Angst um mein Leben. Gomez, tun Sie was. Was denn? Das hier ist der Herr Nils Holgersson hier, der da. Das ist Nils Holgersson. Wie bitte? Das ist der habe ich den nicht eingestellt? Sein Beruf ist Geisel für blöde Verbrecher. Der war schon 4-mal Geisel. Oh. Ja, aber hoffentlich nicht als Kopf, oder? Negativ. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Super. Hier oder was? Ja. Richtig. Willst du in seine Nase puppen? Ja, moin. Entschuldigung. Möchten Sie mit dem anderen Meister? Ich würde am liebsten eigentlich mit dem Herrn Baum fahren, tatsächlich. Moin, Jungs. Herr Weiß. Aber der Herr Baum ist... Wir müssen einmal kurz reden. Aber Herr Winter, Sie wissen, ich muss nochmal zu Herrn Weiß, ne? Das habe ich Ihnen eben mitgeteilt. Sie mich mit dem Herr Baum, das wird schwierig. Herr Baum, wen haben Sie dabei? Den Sancho und den Holger. Sancho! Hallo? Hallo? Hallo! Alter! Das will er nicht. Ja, Sancho! Oh mein Gott! Was machst du denn hier? Ich hab dich 15 Jahre nicht gesehen, Cousin! Dich hier treffen, Cousin, ist ja insane! Cousin! Cousin, holy shit! Wie geht's der Familie? Kein Kontakt mehr. Kein Kontakt mehr, ich auch nicht. Bin ausgewandert. Aber yep. Dass wir uns hier treffen, nach so langer Zeit. Oh, ich muss zurück. 20, der auch noch eingeteilt werden möchte. Muss 20. Okay. Ach, das ist der Herr 20? Jawohl. Der 20. Wie war nochmal Ihr Name? Ich bin der Herr Winter. Möchten Sie den Herrn hier mitnehmen? Den Anwärter hier. Wie heißt denn der Herr? Holgersson. Das ist eine gute Frage. Holgersson. Nein. Okay. Alles klar. Wie gesagt, melden Sie sich vorne PD an, dann können Sie bestimmt jemanden sprechen. Na, ich will aber mit meinem Cousin gerne reden, das ist das Ding. Ja, der steht da hinten.
Straße 1 in dem. Ich wurde gerade auf Streife geschickt. Ja. Ich muss meinen Dienst antreten, sonst werde ich nicht bezahlt. Gott, Alter. Oh, das ist wie damals, 15 Jahren. Hast du wieder irgendwas reinquatschen lassen, gell? Ja, stimmt. Entschuldigung. Kann ich den Krankenwagen rufen? Nein! Ich hab gerade ausgesehen, angefahren. Ich brauch's ganz dringend. Wir sind nicht im Dienst tatsächlich. Achso. Ja, ich schon, aber dann das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Ich brauch dringend einen Krankenwagen und die nicht so kompetenten Leute hier beim Krankenhaus antworten nicht direkt. Ja, genau. Ja, nicht gut. Treten Sie bitte beiseite. Ja. Alter, krass, du bist einfach Polizist geworden. Das hätte ich niemals von dir erwartet. Ich hab's gerockt, Alter. Ich hab jeden Einsatz sich so an alles gehalten. Das hätte ich so nicht von dir erwartet, Max. Das war klar. Oh mein Gott, und du musst und wie läuft's bei... Und ein bisschen ein paar Sachen besprechen. Okay. Ich war gerade erstmal eine Stunde im Knast. Oh, warum? Ich hab Drogen genommen, bin über rote Ampeln gefahren, dann habe ich Fahrerflucht begangen. Dann ja. Dann hab ich das Auto kaputt gemacht und dann habe ich den Polizisten noch eine reingehauen. Mehrmals. Und das hat leider dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Zeit in dem Knast verbringen musste. Okay. Sag deinem Kollegen, dass es mir leid tut, gell? Mach ich, klar. Ich würde ihm aber jederzeit wieder eine reinhauen. Ja. Okay, ich zieh mir erstmal meine... Oha, hier ist aber immer viel los. Warte, ich mal kurz meine Telefonnummer. Wir hören uns zusammen. Ja, lass mal ganz kurz von dem Hydranten hier weg. Ja, bitte. Wir haben ja was zu besprechen. Aua, Mann, ich muss ganz kurz hier nur was... Herr Polizist. Ja? Ist ein höherrangiger da, Mann. Ja. Safe? Ja. Okay. Oh. Wir fahren bei der Streife mit dem Herr Orkin und dem Herrn Werner mit. Mein Dienst beginnt erst um 20.30 Uhr. Dann, ich habe heute Spätdienst. Dann fragen Sie sich aus und ziehen Sie sich um. Korrekt, das mache ich. Und legen Sie Ihre Waffen weg. Ja. Ja, also... Kurz dabei. Also, ne, da wo sie halt ihr Auto oder ihr Haus, da wo sie es halt hin tun, wenn sie außer Dienst. Genau. Ja, ah, okay, das mache ich. Ja. Kollegen, Herr Santo geht außer Dienst, hat er gesagt. Alles klar. Herr Santo, schönen Tag noch. Schönen Tag. Dienst. Gut Kick. Streife 2 Gold. Streife 3 Gold. Nein, leer so. So, hast du schon ein Haus? Denen, dass sie da Drogen transportiert haben. Hast du ein Haus? Ich hab bisher nicht so viel Geld, ganz ehrlich. Wir können uns auch irgendwo zusammen einziehen. Lass uns auch irgendwo einziehen. Warte, ich kann mal kurz sagen, ich hab tatsächlich auch ein paar Rechnungen bekommen. Dafür, dass ich den Polizisten eine reingehauen hab. Wie teuer? Komm, wir gehen ein bisschen weiter. Ja, okay. Ich muss tatsächlich... Ich habe eine Geschwindigkeitsüberschreitung für 2000, Eingriff in den Straßenverkehr 3000, Rotlichtverstoß 3000. Das sind alles Peanuts. Widerstand gegen den Vollstreckungsverzug 3000, nicht keine Warnweste im. Jeder Kleinstkriminelle in der Beschaffungsindustrie hat hier irgendwie 7 Millionen. Ja, ich habe auch schon ein bisschen was zusammengespart. Das ist in Ordnung, aber dass ich jetzt für Körperverletzung noch. Wie viel hast du? Ich habe 150.000 circa. Ach, Scheiße, Alter, das verdiene ich täglich. Ja, ich verdiene leider nichts täglich. So ein Ding ist das. Ich hab, gestern war es so, dass ich jemanden aus dem Gefängnis befreit habe für 500.000. Das hat wunderbar funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Ich kann die mal anrufen, ich habe den Kontakt. Aber lass erstmal ganz kurz Nummern austauschen, dass wir uns safe haben. Ich trage deine Nummer ein. Ja, scheiße, ich weiß nicht, wo ich meine scheiß Nummer finde. Ey, der hat mir mein Handy nicht zurückgegeben, warte mal. Doch, hat er. Nehmen wir mal einen. Neuer Kontaktname. Warte kurz. Cousin. Nämlich Cousin. Oder den Transporter, wie du möchtest. Cousin und dein richtiger Name? Frank. 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 Cousin Frank. Cousin Frank, nenn mich einfach Cousin. Nachname? Frank. Martin. Martin. Cousin Frank Martin. Okay. Warte, wo gebe ich denn meine Nummer? Die Nummer bitte. Welchen Muskel muss ich da drücken, um meine Nummer zu finden, ist die Frage. Erstmal den F9-Muskel. Ja. Und dann da durchs Menü. Wie bei jedem Telefon.
Ja. Hab's, glaube ich. Ah, ich gebe sie dir, okay? Yep. 01726 58 82 5. Perfekt. Ich kann so krass mit dem Handy umgehen. Oder? Ja. Wenn du mir jetzt eine Nummer schreibst, eine Nachricht schreibst. Kommen die an? Test. Klar, die sind angekommen. Muss ich gut. Nur noch einspeichern. Gut, dann werde ich jetzt einmal ganz kurz... Kontakt speichern. Wie soll ich dich nennen? Max Sancho. Cousin Max. Rufnummer... Oh, was ist die letzte Zahl von... Okay, dann Moment, passt. Speichern. Herr Winter. Cousin Max. Willer. Alter, mir wurden Nachrichten geschickt. Ich will aber anrufen. Telefon. Kontakte. Ruf mal Jones Paul an. Jones Paul? Ja, der hat Kontakte in die Stadt. Darfst du keinen Streifenwagen fahren? Herr Sancho. Oh, schönen guten Tag. Gut, dass Sie rangehen. Mein Cousin ist jetzt in der Stadt und würde gerne Anschluss finden in kriminelle Geschäfte mit mir gemeinsam. Okay, alles klar. Was steht Ihnen da so vor? Das wollte Sie jetzt gerade fragen. Sie sind ja der Experte. Ja, kommt halt immer drauf an. Also entweder wollen Sie ins Wohngeschäft einsteigen, dann würde ich Sie weitervermitteln an... Ja, ich würde jetzt sagen, die Mafia. An die Mafia, okay. Ansonsten, ja, wäre... Also mein Cousin ist bekannt unter den Synonymen der Transporter Frank. Der Transporter, also Drogengeschäft Frank. Mit der Mafia würde gut uns ins Konzept passen. Okay, ansonsten wäre halt noch, ja, Leute überfallen an der Schwarzmarkt, also an der Schwarzgeldwäsche. Oh. Ja. Ansonsten wäre noch Polizisten abziehen. Polizisten abziehen? Wie funktioniert das genau? Also wir haben gestern zum Beispiel probiert, einen Streifenwagen halt dazu zu triezen, uns zu folgen. Also kleine Verfolgungsjagd. Leider sind die Polizisten in der Stadt... Ja, mein Cousin ist gerade am Telefonieren. ...zu fahren. Ja. Und ansonsten, wenn die einen verfolgen, dann hält man irgendwo an. Irgendwo warten Kollegen auf einen. Hält man da an. Ja, das kann natürlich sein. Hast du gerade gegen mein Auto getreten? Hey, ich telefoniere gerade, schick die mal weg. Okay, gut. Also wir würden die erste Option nehmen. Die erste. An die Mafia. Ja, da würde ich einmal gerne, dass sie mir einen Kontakt weiterleiten könnten. Tritt hinter Glatzkopf gegen meine Karre. Ich hör mich um, was ich machen lässt und rufe sie dann gleich zurück. Wunderbar, dankeschön. Jo, ja, bis später. Bis später, tschüss. Okay, der hat sehr gute Kontakte. Okay. Ja. Wir werden nur damit beauftragt, Pakete von A nach B zu transportieren. Das ist in Ordnung, das ist super. Und hier lang, wir gehen hier lang. Okay, hast du schon ein Auto? Ich nicht. Ich hab ein Auto tatsächlich, ja. Wir müssen aber kurz zur Garage, müsste ich das holen. Herr Winter, sind die gerade da? Weil die waren. Ich weiß leider nicht, wo die Garage. Doch, da hinten ist die Garage. Der hat gerade wieder mit dem Kopfschmerzen. Also, der ist auch noch mit dem Kämmen gefunden. Ja, ist mein Auto ist vorher bei der Flucht leider ein bisschen kaputt gegangen. Deswegen müssen wir gleich mal schauen. Der ist gerade. Guten Tag, Kollege. Hallo, Kollegen. Ist hier alles in Ordnung? Ja, ja. Schaut euch sehr schön. Den roten Mustang an, der jetzt gerade wegfährt. Andere Straßenseite. Sehen Sie den da drüben? Hallo? Ich? Ja, Sie. Ja. Ja, weg ist er. Dankeschön. Okay. Fuck.
Ja, hallo? Boah, zeig ein. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Fahrrad. Das würde ich noch einmal ganz schnell zur Zentrale bringen, okay? Achso, soll ich hier der fahren, oder? Ja, bitte. Bis gleich, beim PD. Hallo? Wo ist denn das PD nochmal? Oh, never mind, hier ist wichtiger. Das ist der schlechteste Stunt aller Zeiten. Einmal bitte aussteigen. Oh, was ist da los? Wieder. Was soll denn das gerade werden im Gegenverkehr? In welchem Gegenverkehr? Wir sind gerade hier im Gegenverkehr gefahren, das ist Einbahnstraße. Ich bin meinem Cousin hinterher gefahren. Das gibt Ihnen trotzdem nicht das Recht, im Gegenverkehr zu fahren. Ich kriege einen Führerschein. Wie gebe ich Ihnen den? Warten Sie kurz. Ja, auf Ihrem Portemonnaie müssen wir haben sein. Sie hier auf dem Job gesehen hier. Scheiße. Gestern schon. Nee, das war schon richtig schlecht gefahren tatsächlich. Drücken Sie ihnen schönes Bußgeld rein. Kein Problem, Herr Sancho. Ah, ich sehe jetzt erst, dass Herr Sancho sollten Sie nicht auf Streife sein? Ja, korrekt. Ich habe hier vorne mein Gefährt. So, weil der größte Drogenumschlagspunkt ist tatsächlich im Park, wo man mit dem Auto nicht hinkommt. Und deswegen bin ich nun mit dem Fahrrad unterwegs. Sie wissen, dass Sie als Fahrrad mit dem Fahrrad erst nicht fahren dürfen. Sie dürfen auf Streife nur in einem Streifenwagen sein. Ohne? Und wie komme ich in den Park rein? Zu Fuß. Und Sie sollten niemals alleine unterwegs sein. Wo sind Ihre Streifenpartner? Bräuchten wir dann quasi zwei Fahrradcops? Nein, Sie brauchen ein Auto. Ohne, also Fahrrad ist gar nicht zugelassen. Nein. Okay, dann fahre ich mein Fahrrad nach Hause und gehe zurück zum PD. Das wäre sinnvoll. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Frage an die Kollegen, wo sind die Streifenpartner von dem Herrn Sancho? Herr Sancho ist außer Dienst gegangen und ist von hier Streife 3. Test, kann mich noch hören? Scheiße, jetzt. Ich hab noch was Kriminelles gemacht und bin schon aufgeflogen. Jo, wie wichtig sind die Leben von deinen Kollegen? Besorgen. Sehr. Ja, gut, den einen und anderen werde ich natürlich umbringen. Wie kann man denn schnell fahren, Mann? What the fuck? Das kann nicht die Maximalgeschwindigkeit sein. Caps Lock? Damn! War ich noch mal krasser. Ich starte von hier. Hä? Was ist denn hier passiert? Hallo? Hallo,
What the fuck? Hast du den Typen hier gekillt? Kommst du aus dem Auto raus? Ja. Was machst du denn für eine Scheiße? Ich hol Mechaniker. Digga, wir haben noch nicht mal irgendwas gemacht. Check. Funkcheck positiv. Check. Scheiße, welche Alter. Megapiste, die Bullen hier gehen mir übel auf die Nerven. Ja, es gibt einen Spot, wo wir hin können. Wie, es gibt einen Spot, wo wir hin können? Und dann was? Es gibt eine Insel, die ist. Da gibt es keine Polizisten, nur Kriminelle. Die killen dich da. Ja. Aber da könnten wir hin. Wollen wir mal zur Insel rüberfahren? Ach du Scheiße, da ist die Polizei. Guck mal, die fahren doch selber die. Also die fahren. Der ist doch auch anders besoffen. Oder komm, ich schnapp dir das Fahrrad von den Typen, ich schnapp mir das Fahrrad und wir fahren zur Insel. Oh. Ich schwöre, ich wollte den Typen auf den Boden ballern. Die Kollegen? Hallo, die Kollegen, hier gab es einen Autounfall. Ich bin gerade dabei, den Notdienst zu rufen. Den Notdienst, alles klar, bekommen Sie es alleine klar hin. Ja. Super. So, guten Tag, der Herr, was ist denn hier passiert? Streife 5, eine ist bereit, kommen. Alles klar. Vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ich weiß aber nicht, wieso es dem hier so schlecht geht. Herr Sancho, wollten Sie nicht außer Dienst gehen? Ja, ich bin unterwegs zu mir nach Hause, aber dann bin ich hier direkt in diesem hier verwickelt gewesen. Sie vielleicht umziehen, wenn Sie außer Dienst sind, damit Rettungsdienst. Damit man das auch erkennen kann, wissen Sie? Ich setze mal eben. Anrufen. Ja, setze mal Dispatch. Ja, ich mach mal eben. Kann auch in Funk gehen, mache ich mal. Geht keiner ran beim Rettungsdienst? Ja, da wird auch keiner rangehen. Jo, ich geh mal kurz in Funk. Rettungsdienst für Pol, komm. Das ist glaube ich mein Mechaniker, Leute. Wir haben eine verletzte Person vermutlich angefahren. Dispatch haben wir gerade rausgeschickt, können Sie kommen? Ja. Ist das der Mechaniker, der gerufen wurde? Alles klar, vielen Dank. Bis gleich, bin raus. Sehr schön, vielen Dank. Über Funk erreicht man die Kollegen einfacher. Ganz genau, dann müssen ja. Sie in RTW-Funk gehen. Vorsicht! Was ist denn hier los? Oh, was macht er da mit Ihrem Auto? Ja, gute Frage. Oh, jetzt müssen Sie auch einen Mechaniker rufen. Ach, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Also, RTW rollt, ist gleich hier. Und Sie denken bitte dran, sich umzuziehen, das wäre sinnvoll. Korrekt. Super. Das mache ich, Übrigens, nehmen Sie gleich mit ins PD. Ja, wir können Sie mit ins PD nehmen, da können Sie sich umziehen. Wenn Sie wollen. Ja, ich fahre gerade mit meinem Fahrrad einfach zurück ins Revier. Das können Sie auch machen, ja. Vielen Dank aber. Jo. Brauchen wir mich auch nicht mehr? Frank, wir treffen uns beim PD, wenn dein Auto wieder funktioniert. Bis mein gleich. Auto wird so schnell wieder. Ich probier's. Bis gleich. Sonst nimm dir doch dein Fahrrad einfach kurz. Frank Martin? Ja? Nimm doch dort einfach dein BMX-Rad von da vorne. Ja, ich kann das BMX nehmen, ja. Ich nehme das BMX. Jupp, nice. Auto, wir müssen auf Rettungsdienst holen, ne? Ja. Gut, eigentlich schon. Machen wir die Übergabe, brauchen wir kurz und passt das. Oh, die einfach. Okay, let's go, ich fahr hinterher. Sehr schön. Oh. Was machst du? Ey, wieso hältst du einfach an? Ich krieg einen Anruf. Ja, Herr Sancho. Wollte ich Ihnen ja Bescheid geben, sobald ich irgendwie Infos habe. Ja. Ist momentan auch ein bisschen schwierig, die schlafen wahrscheinlich noch, aber ich habe jemandem Bescheid gesagt, ich soll Bescheid sagen, sobald da jemand wach ist und dann würde ich sie dann dahin bringen. Sehr schön. Gibt es sonst noch eine andere Option, was man derweil machen könnte? Eventuell ein Raub, aber ich weiß nicht, wie viel wir schon sind. Raub ist als Polizist zu. Achso, Sie sind ja im Dienst.
Ja, genau. Achso. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten gestaltet sich das um die Uhrzeit immer noch ein bisschen schwierig. Okay, wir wissen wir Bescheid. Vielen Dank, dann bis später. Ja, ich melde mich. Alles klar, bis dann. Jupp, tschö. Ciao. What the fuck, Frank Martin? Was machst du da? 20 für alle. Wir waren doch damals, ich kann es nicht erinnern, vor 15 Jahren, wir sind über Wings gefahren. Nee. Jo, Streifen 5 fährt ohne Sonnensignal ankommen. Informativ, Herr Winterschottschutz. So, wo ist das PD? Können wir da mal ganz kurz hin? So, Streifen 5 ist gleich da, fährt ohne Sonnensignal ankommen. Hören Sie mich? Ja, positiv. Ja, was habe ich gerade eben gesagt? Ja, wir halten uns nur in der Nähe. Wir sind hier nur, wir fahren jetzt nicht zur Bank, wir sind hier in dem Parkhaus in der Nähe. Komm. Alles klar, verstanden. Positiv, zwei Personen mit Taschen, zwei Personen, bestätige, drei Personen, alle maskiert. Ja, sagt mir das mal bitte, Leute. Die Unterbrechung. Also die Herren sind gerade vor uns in Augen reingegangen. Es geht einfach nur darum, ob die eine Geisel haben. Weil vor dem Laden standen sind zwei Personen, die sind. Ja, lassen Sie mich bitte ausreden. Sind zwei Personen, die sind komplett nackt. Sieht aus wie Fake-Geiseln. Ich mach Bilder. Verstanden. Ja, die Herren standen gerade circa mit 10 Mann vor der Bank und sind gerade gesondert reingegangen. Können Sie die Streifen 5 zu erkennen geben kommen? Negativ. Okay, ich würde sagen, Fake-Geiselname. Person innerhalb nicht bewaffnet in der Nähe von den Personen und die Personen haben sich innen auch gerade erst ausgezogen und sind nicht gefesselt. Verstanden, die Personen waren auch vor dem vor der Bank nicht gefesselt. Wo ist denn, wie ist die Karte, wie geht dann, das? Würde ich erstmal von der Fake-Geiselname ausgehen, jedoch wir warten erstmal, bis wir da losgehen, ansonsten müssen wir direkt an den Kameras geguckt haben. Verstanden, Ende. Ist doch da, das ist doch nicht mein Department. Oh Gott, doch, ich bin noch nie von der Seite gekommen. Hallo, hallo. Hallo. Könntest du mich gerade finden, wo hinfahren? Nein. Stabil. Wo ist Dings hin? Kommissar befördern.
Kasse für die Zentralbank an. Sport. 345 ist auch ebenfalls vor Ort, kommen. Kann ich mich umziehen? Lassen Sie kommen. Ja, natürlich. Hallo, was machen Sie hier drin? Markierung nochmal, schnellster Weg. Also ich bin der... Hallo! Kannst du nochmal markieren? Ja. Können Sie ja jetzt fragen. Ja, das frage ich jetzt. Oh, hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich wollte fragen, wann der nächste Theorieprüfungstermin ist. Das ist jetzt gleich. Echt? Also Theorie, nicht mündlich, sondern... Ah, okay, nee. Achso, ja. Mann. Ich muss warten, bis jemand im Frankfurt-Fraktion Dortmund D-Funk der Herr Winter was reinschreibt, gell? Korrekt. Ah, okay. Winter hört. Perfekt, danke. Soll ich Verhandlungspartner übernehmen? Ich muss, glaube ich, zum Laden. Ist die Umkleide immer noch kaputt? Wenn Sie das machen möchten, dann können Sie das gerne machen. Jedoch, ich bin gerade in ein paar Bewerbungsgesprächen. Ich werde mich jedoch so schnell wie möglich dazu gesellen. Ich denke mal, der Herr Weiß übernimmt die Einsatzleitung. Verstanden. 20 übernimmt Verhandlungspartner. Herr Weiß, ist das so richtig? Wo ist Frank Martin? Das gibt's doch nicht. Kann einen machen, wenn es gehen würde. The Central Bank, einmal bitte die Waffen einstecken. So. Telefon? Guten Tag. Frank? Hallo? Wo bist du? So, an der Kreuzung mit meinem Auto. Siehst du mich? Bist du der Typ mit dem Handy? Und der Polizeiweste, ja. Ja, dann bist du das. Gegenüber, dann komm mal rüber jetzt. Okay. Ich hab ein Auto. Ich hab ein Auto. Wollen wir das lieber nehmen? Ja. Gut. Ich komm rüber. Dann komm einmal wieder rüber. An die Einsatzleitung, können wir eine Sperrzone um die Bank ausrufen, kommen? Ja, auf jeden Fall. 100 bis 200 Meter dürfte reichen. Übernimmt das einer der Kollegen, komm. Jo, Cousin? Ja. Das ist deine Karre? Wird schon Kast übernommen. Das ist eine ganz geile Karre. Musste inspiziert werden. War zu laut, musste ich den Fahrer abnehmen. Okay, was machen wir jetzt? Markiere bitte die Insel. Aha. Oh Gott. Wo ist die bitte? Ist die hier? Da rechts unten? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir dahin fliegen? Wo ist das? Unten rechts das Teil hier. Ist es das, das sieht so ein bisschen so aus. Ja, genau, da wo die ganzen. Wie markiert man? Mit Enter. Mit dem Enter-Muskel meine ich. Falsch. Oh, korrekt. Nee, dann das geht's ist dort. Es nicht. Das ist es nicht. Oh, was? Das ist falsch? Ich glaube, das ist falsch. Oder? Ach so, noch weiter? Ich glaube, ganz rechts unten sind so ganz viele Sachen, oder nicht?
Da sagst du, ist es? Ja, oder? Okay, lass uns da hin. Dann wie fahren wir denn da jetzt hin? Du sollst erst mit dem Auto zum Flughafen? Okay. Wir können uns ja beim Flughafen Informationen holen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, dann markieren wir den Flughafen bitte schnell, schnell. Ich kann ihn nicht markieren. Mein Enter-Muskel tut nicht. Hey, 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 hier läuft Musik. Das möchte ich nicht. Haben wir noch Kollegen, die besetzen? Wie geht denn das aus? Ja, bitte. Kannst du bitte dafür sorgen, dass du die Musik ausmachst? Ich hasse Musik tatsächlich. Sehr gut. Wohin jetzt? Du hast was markiert, deswegen kann ich nichts markieren. Oh, echt jetzt, Mann? Ja, mach die Markierung weg. Das ist so bad. Oh, ich krieg einen Anruf. Ich schalte mal kurz aus und wieder ein. So, Herr Nato, ja, bitte? Ich würde Sie jetzt einmal abholen kommen wollen. Ich hol Sie ab. Sie holen mich ab? Korrekt. Okay, dann kommen Sie zu unserem Aufenthaltsort, wo wir jetzt gerade hinfahren. Ich schicke Ihnen dann eine SMS per GPS. Also oh, das... Kann ich das schon? Ja, ja. Sie können meinen Standort empfangen, wenn ich ihn freigebe. Okay, dann machen wir das. Alles klar, dann schicke ich gleich. Jo. Wir haben unseren Auftrag. Okay, was ist unser Auftrag? Wir sollen ein Paket transportieren. Oh, let's go. Baum für 20. Alter. Ist das erlaubt? Ich hätte dafür jetzt wieder 15.000 Euro Strafe zahlen müssen. Korrekt. Weißt du, wo wir hin müssen? Ich meine ja. Er schickt mir gleich seinen Standort, oder? Oder wie geht das? Du fragst ihn am besten, zu welcher Postleitzahl du kommen sollst. Montana hier im PD. Du fragst ihn, zu welcher Postleitzahl du kommen sollst, und dann suchen wir die auf der Karte und dann gehen wir dahin. Da kommt bisher nichts. Ja, ja, er will mir seinen Standort schicken, aber warum dauert das so lange? Hey! Mist. Warte mal kurz. Schickes Auto auf jeden Fall. Aber was machen wir jetzt? Alter, das ist ein Monster, das Ding. Wir brauchen die Nachricht, das gibt's doch nicht. Sonst begeben wir uns zum Flughafen. Dann begeben wir uns zum Flughafen. Ich kann den Flughafen markieren. Ja, machen wir das in der Zwischenzeit. Ne, ich kann den Flughafen nicht markieren. Warte kurz. Oh mein Gott, das ist so bad. Lass mich kurz aussteigen, dann kann ich ihn markieren. Okay.
Let's go. Warte. So, jetzt ist er markiert, jetzt müsste dir eigentlich auch angezeigt werden. Richtig? Korrekt. Dann rein. Alter, ist das ein Mordsteil. Links oder rechts? Links. Oh, der Mechaniker hat mir gerade 7.500 Euro abgeklärt. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht wieso. Oh, das ist falsch. Hast du gesehen, wie viel extra Strecke du gerade für uns gemacht hast? Oh. Herr Müller, Herr Holger, was ist denn in der Bank? Ich glaube, hier rechts ist der Flughafen. Ich glaube, wir sind da. Kommen Sie bitte zur Vorderseite von der Bank. Sick schnell! Fahr mal ein bisschen weiter nach vorne, wie bist du irgendwie. Du hast ihn falsch markiert, wir hätten da runter gemusst. Dann fahr vor und rechts runter, oder? Ich guck mal ganz kurz die Nachricht. Ah, okay. Der Auftrag ist da. Okay, ich steig kurz aus und markiere, wo wir hin müssen. Okay. Position als Ziel setzen. Wohin? Habe ich schon. Let's go. Steig ein. Ich höre die ganze Zeit den Polizeifunk, das ist ultra gut für uns. Das ist echt sehr, sehr gut für uns. Welche Nummer ist der Polizeifunk? Da kannst du dich nicht reinwählen. Echt nicht? Nee. Zuerst gehen jetzt alle nach vorne, 21 Punkt nach hinten und Funk bitte auch erstmal alles durch, dass alle anderen Sachen. So ein geiles Auto, zum Glück musste das beschlagnahmt werden. Einen schönen guten Tag, meine Herren. Wunderschönen guten Abend. Hey. Guten Abend. Na? Wer ist denn der Glatzkopf? Das ist mein Cousin. Er ist der Transporter. Herr Jones und ich haben schon die Erfahrung mit ihm gemacht. Müsst du nicht gerade beim Staatsbankraub sein? Ich? Ja. Ich nicht. Der Herr Sancho holt Brüder raus, verstehst du? Ja, so ein Ding ist das. Ey, Sancho, wir kennen uns schon. Ey, der Cousin erinnert sich an uns oder hat er schon alles wieder vergessen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich erinnere. Gestern oder bei nicht. Der Schneiderei. Ah, bei Jones und ich. Ja, so, okay, ich war nicht mal bei der Schneiderei. Was ist mit dir? Weißt du, wer ich bin? Klar. Wer bin ich? Ja, mein Name ist Frank. Wir können mich den Transporter nennen. Weißt du, ich bin der, den du in den Keller eingesperrt hast und gesagt hast, dass du in meine Toilette geschissen hast. Der bin ich. Im Gefängnis? Ja. Ja, normal. Ja. Geil. Der bin ich. Okay. Gut, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Folgendes. Ich will kurz. Mach das hier mal. Wie kann ich mich umziehen? Ich möchte was anderes anhaben. Ich bin irgendwie voll auffällig. Muskel. Und dann. Spieloption, dann Kleidung. Ja. Okay. Oder willst du dir was anderes anziehen? Was anderes? Das ist so Umkleide. Das geht nur in einer Umkleide?
Ja. Wie sehe ich jetzt aus? Naja. Ja, vielleicht größte Allmann. Ja, scheiße, irgendwie immer noch ein bisschen auffällig. Man erkennt, dass ich Polizist bin, ja? Ja, du hast ja auch eine Polizeiuniform an. Richtig. Egal, hier sieht okay. Keiner. Ja. Also, auf jeden Fall. Herr Sancho. Ja. Wir haben sehr gute Neuigkeiten auf jeden Fall seit gestern. Oh, sehr schön. Wir können auf jeden Fall Ihnen sagen, dass wir jetzt auch Flugfahrzeuge haben hier in der Gruppe. Oh mein Gott, das ist perfekt. Sehr gut. Und wir sind auch gestiegen. Wir sind nicht 8 von 10 Leute, sondern mehr so um den Dreh 15 bis 16 Leute. Das ist gut. Wir haben später vor, wie lange bist du noch da im Dienst? Wie lange bist du noch da? Ja, noch ein bisschen. Wir haben später vor, die Staatsbank auszurauben. Und dann, und du weißt, wenn wir verhandeln wollen. Wenn es die Staatsbank wird, mal gucken. Müssen wir noch überlegen, was wir ausrauben, ne? Und wir okay. Werden mit dir verhandeln. Ich kann da Informationen geben, interne. Die Polizei hat gerade so gut wie gar kein Geld. Es werden sogar noch nicht mal Gehälter ausgezahlt. Und alle. Ja, es ist brutal. Aber ihr kriegt doch bald so eine Dingsspritze. Ist in der Pipeline wahrscheinlich, wa? Ja. Hört man öfter. Ja, das sagt der Herr Hort sagt das so oft, aber das ist alles gelogen. Das ist alles gelogen, das ist alles nur Show. Wir wollen mit dir verhandeln später. Mit mir? Ja, und wir haben vielleicht einen Plan, dass wir der Geisel, wir geben der Geisel das ganze Geld und dann gehst du mit der Geisel zur Seite und sagst, halt doch die Schnauze, Digga. Wir brauchen den Plan auch jetzt noch nicht veröffentlichen. Ich will wissen, ob wir das schaffen können. Ja. Ich glaube, ich hab da was sie besitzen sollten. Ja, gehen Sie mal mit unserem Nummer 1 da mit der Teufelsmaske. Hat er ja? Denkst du, du schaffst es, einfach... Die Verhandlung an mich zu reißen, ich denke nicht. Nee, das verlangen wir, das könnt ihr nicht entscheiden, das verlangen wir. Das wird nicht funktionieren. Klar, wir sonst sagen wir knallen Geister, wenn wir nicht mit Sancho sprechen würden. Ah, okay, dann könnte es wieder funktionieren. Das hat in der Vergangenheit auch schon geklappt. Ja. Wir wollen mit dir verhandeln, wir geben dann den Geisel, das ganze Geld, okay? Ja. Wir bringen die Geisel raus. Du nimmst die Geisel an dich. Ja. Und durchsuchst sie, weil alle Polizisten durchsuchen natürlich die Geisel, ob sie das haben. Und ah, okay, ich gehe rein. Wie wäre es, wenn Sie sagen, ich soll reinkommen und mich vergewissern, dass es den Geiseln gut geht? Dabei gebt ihr mir das gesamte Geld und ich gehe einfach chillig wieder raus. Alles ist gut. Denkst du echt, deine Kollegen lassen dich einfach zu 5 Geiseln nehmen in die Bank rein? Ich glaube ja, wenn ihr das fordert. Dann, das werden wir nicht zulassen. Ostseite. Aber also, das können wir natürlich auch in Planung nehmen. Das könnten wir probieren. Ich müsste ja nur einmal ganz kurz in die Nähe von den Geiseln oder von euch kommen, dass ihr mir das Geld schnell gebt. Das Problem ist, die wollen die Polizisten wollen eher, dass wir die Geiseln rausbringen und dass ihr kurz mit denen reden könnt. Aber vielleicht kann ich sie so auf die Art und Weise zustecken. Vielleicht so. Das sollten wir vorher abklären, weil das ist eine gute Idee. Okay, ich schmeiß dann einfach die 1,2 Millionen kurz in deine Hosentasche. Ja. Funktioniert. Der hier links um die Bank gefahren so einen kleinen Geldbündel, ja, ist ja nicht viel. Und wie kommt ihr denn aus der Situation raus? Das ist uns überlassen. Solange wir das Geld haben, ist alles gut. Okay, stimmt. Wenn wir im Knast landen, du bist ja auch noch da, ne? Ja. Das ist stark. Okay, wir sagen den Plan den anderen. Aktuell noch, ja. Nicht mehr. Familie. So Leute, folgender Plan. Ihr überfallt später die Bank. Richtig. Ihr fordert mich zum Verhandeln. Ich komm rein oder ihr und die Geiseln raus. Ihr gebt mir das Geld. Keiner wird mich verdächtigen. Ich hau mit dem Geld langsam und sicher ab. Ihr kommt ins Gefängnis oder schafft es zu flüchten und am Ende treffen wir uns irgendwo und teilen das Geld auf. Das ist der übelste Plan. Das ist ein übelster Plan. Das können wir machen, aber wie sieht's denn aus? Wir kennen sein Gesicht, wenn er uns abzieht, dann ist er halt für immer. Außerdem. Ja, dann ist dumm. Herr Sancho. Ja. Das klingt ja alles nach einem guten Plan, aber das verdaut doch Ihnen den Titel, den Sie erreichen möchten, oder noch nicht? Wenn es keiner herausfindet. Okay, jetzt ganz wichtig. Aber dann müssen Sie alleine fliehen. Also ich werde nicht richtig fliehen. Ich werde dann rauskommen, beim Einsatz mitmachen. Der Einsatz wird irgendwann enden und dann bringe ich das Geld zu uns. Das klingt sehr gut. Was hast du da in der Hand? Ja, ein letzter Test für Vertrauen. Was ist das? Fang. Ja, nee. Scheiß auf dich. Das war ein Baseball, wa? Was hast du überhaupt verrangen bei den Polizisten? Ich glaube, Herr Jones hat auch noch ein paar Informationen für Sie, oder nicht? Was für Infos?
Ja. Bist du Anwärter oder was hast du für einen Rang bei der Polizei? Morgen steige ich auf von Anwärter zu Meister. Deswegen dürfen wir das heute nicht verhauen. Holen Sie mal Ihr Handy raus, ich gebe Ihnen noch die Nummer von der Mafia. Oh shit, ich wollte ja nicht anrufen, oh mein Gott. Jetzt ruft er mich nicht um die Bank zurück. Mann! Hass ich das. Was gebe ich ein? Mafia. Was ist denn hier los die ganze Zeit? Die ganze Zeit rumgeballert den ganzen Tag. So. Okay, Telefonnummer bitte. 01726. Ja, kleinen Moment. Mann, hier ist schon wieder. 01726. Yep. 813. 813 26 26. Ja, können Sie kurz mitkommen? Ja, klar. Der Herr heißt Mr. T. Und fragen Sie nach Mr. A. Ganz wichtig, Mr. A. Okay? Yep. Ey, das ist ja, das Bundeswehr, du solltest gehen, du solltest gehen. Ganz wichtig. Der Herr ist schwarz. Ich bin am Pizza, ich wollte abholen. Der Herr ist nochmal komplett. Ich muss mir kurz zwei Schlüssel finden. Schreib Sancho, schreib Sancho unser Funk. Der Heli ist jetzt bei auf dem Dach bei 7085 bzw. dazwischen. Sancho? Nein, ich meine nicht den. Ja. Vertrauen Sie diesem, ist Ihr Cousin denn vertrauenswahr? Ja. Sind Sie überhaupt vertrauenswürdig, Herr Sancho? Ja. Herr Sicher. Sancho ist vertrauenswürdig, der hat keine Wahl mehr. Können Sie mir das irgendwie beweisen? Ja. Er hat Luca rausgeholt, Jungs, er hat Luca rausgeholt. Haben Sie einen Taser dabei? Ja. Tasern Sie mal Ihren Kollegen mit Glaskopf. Alright. Dann sind sie vertrauenswürdig. Schön auf die Glatze. Nee, ich gebe Ihnen einen soliden Schuss in die Wade. Nein, in die Eier. So, in die okay, Eier. Zwischen die Augen. Oh. Herrn Sancho? Ja? Besitzen Sie eine MP? Ja. Würden Sie die mir verkaufen? Ey, ich weiß nicht, wie viel Anschluss er bekommt, weil er keine Werte Dienstwaffen verliert. Nein. Ich kann die, da ist meine Waffennummer drauf, das geht nicht. Ja, mich feierlich raus, kein Problem. Ey, darum können wir uns später auf Nein, mach das, wenn er Meister ist. Mach das, wenn er Meister ist. Ja, Mann, Meister. Erst Meister werden. Ja, genau. Okay, gut, dann steht der Plan. Wie viel Uhr wird es sein? Bis wie viel Uhr sitzt du denn noch? Je schneller wir starten, desto besser. Ja, jetzt läuft ja gerade einer, deswegen müssen wir erstmal abwarten. Deswegen würde ich sagen... Und du solltest dich langsam hier verpissen, weil das ist schon ein bisschen zu lange. Ja. 20:30 würde ich sagen. Okay. Komm mit, Frank Martin. Vorteil, wenn Sie jetzt dahin fahren und Ihr Vertrauen ihm gegenüber den Kollegen gewinnen. Ja. Warte, was ist denn meine Rolle in dem Ganzen jetzt? Herrn Martin? Ich kann die Geisel sein. Ich mach gerne die Geisel. Eine korrupte Geisel. Herrn Martin? Das Ding ist, ey, Glaskopf. Würden Sie mir noch Ihre wenn Nummer geben? Wenn der Name Sancho ist, dann müssen wir einer Geisel ja, Geld zustecken. Und dann bist du die Geisel, der wird das Geld zustecken und du musst es Sancho geben. Okay. Sekunde. Ja, ich hab schon mal die Vorwahl einnehmen. Ey, kannst du mal fragen, das ist Lügentreff. 01726. Ja. 58 82 5. Alles klar. Das von den Ball machen wir später nochmal, okay? Da will ich das ja. Ja. Okay, bis später. Ruft einfach an. Da ist gerade bei den Kollegen irgendeiner runtergekommen, tot, glaube ich. Das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hat, wenn ich ehrlich bin. Warum? Das wird niemals funktionieren. Wieso nicht? Natürlich wird das funktionieren. Ja, okay. Ich bin die Geisel, keine Sorge. Ich bin die Geisel. Du bist die Geisel, gibst mir das Geld oder die und ich... Keiner checkt, dass ich das Geld in meiner Tasche habe, weil ich eh immer eine Tasche dabei habe. Und ich ziehe mich danach im Einsatz ganz entspannt zurück und danach teilen wir das auf. Der eine oder andere wird sterben, der andere oder andere kommt ins Gefängnis, die kann ich dann immer noch rausholen. Fertig. Ja, okay. Ja, ey, wenn du denkst, das funktioniert, lass mich gerne im Internet sagen.
Die Gang, die du da, also mit denen du da, mit denen da zu tun hast, das sieht aus, also. Ja, ey, ich lass mich überraschen. Okay, dann jetzt. Entschuldigen Sie, der Herr, haben Sie kurz Zeit für mich? Ich würde gern wissen, wie ich meinen Rucksack öffne. Ich habe nämlich Hunger. Den F2-Muskel. Den F2-Muskel, danke. Das jetzt erstmal so durchziehen. Die Fahrzeuge sind wieder drüber. Wie gesagt, wieso ist immer das Radio an? Fuck. Das Radio ist ja dann zu machen. Dann regeln wir alles weitere. Da, also wie gesagt, einfach einmal umstellen, dass wir die erste Geisel entgegen. Jawohl. Was ist mit dem hier? Hallo? Hallo? Bitte fahren Sie rechts ran, hier spricht die Polizei. Hat nicht geklappt. Wieso machst du die Musik wieder an? Ich hab sie nicht angemacht. Du hast Q gedrückt, du Assi. Okay, so, sag ich doch, wie es ist. Ey, ich meine, ich hab den falschen Muskel betätigt. Wo kann ich mein Auto hinbringen, dass es sicher ist? Nicht, ist es denn dein Auto? Kannst du es abschließen? Nee. Dann ist es nirgendwo sicher, wenn du es nicht abschließen kannst. Dann würde ich es wahrscheinlich wieder in... Ja. Okay, bring mich mal bitte zum PD. Ja, du musst jetzt hier. Lass mich mal lieber hier raus. Nee, sag mal, wo das PD ist erst. Ich will nicht mit meiner Waffe zum PD, Alter. Die untersuchen mich in random und dann krieg ich wieder 10.000 Euro Strafe. Okay. Ihr könnt auch auf der Straße stehen bleiben. Ihr müsst jetzt nicht da direkt. Aber stopp! Stopp, stopp, stopp! Komm wieder rein. Wir haben noch Zeit. Wann geht's denn los? Also, wann machen wir jetzt den scheiß Bankwurf? 20:30, in 40 Minuten. Wir könnten bis dahin noch einmal testen, zur Insel zu kommen. Ja, okay, das können wir noch machen. Okay, markier. Da müssen wir aber immer noch... Du musst markieren, wenn wir im Auto sitzen. Es nicht. Gibt eine Brücke. Woher weißt du das? Ich habe die bereits gesehen. Okay, dann fahr doch hin, wenn du sie gesehen hast. Mann! Das ärgert mich. Das Markieren ärgert mich sehr. Das scheiß Navigerät funktioniert nicht. Ja, wollen wir einfach mal hier runterfahren, so an den Rand oder was? Wo ist die Brücke? Muss er doch hier irgendwo sehen können. Was ist denn jetzt? Das ist der Mechaniker. Irgendwo da ist eine Brücke. Warum ist sie nicht in der Karte eingezeichnet? Ja, weil die Insel wahrscheinlich gar nicht existiert in Wirklichkeit. Scheiße! Also was jetzt? Wir fahren da einfach hin, vielleicht können wir sie sehen. Ja, wir fahren da einfach hin, let's go. So, du bist jetzt das Navi. Okay, du bist das Navi, let's go. Links. Das Auto ist der Wahnsinn. Egal was passiert, ich habe das Auto niemals verlieren oder kaputt gehen lassen. Kann ich einen Mechaniker rufen, wenn das doch gar nicht mein Auto ist? Ich glaube ja. Rechts. Nicht hier, eins weiter. Das hat ein unfassbar geniales Handling, das Ding. Funkcheck positiv. Das könnte wirklich funktionieren, weil die werden dich wahrscheinlich nicht so verhandeln lassen. Weil wieso sollten die dich verhandeln lassen, wenn die jeden anderen verhandeln lassen können? Du kannst aber sagen, dein Cousin ist da als Geisel, weißt du, was ich meine? Ja, das ist gut. Jetzt gibt's hier irgendwo eine gewaltige Brücke. Wo ist die? Halt die Augen aus, schau. Da ist eine riesige Brücke vor uns, aber das sind die richtige, oder? Informativ, da kommt einer in die Sperrzone. Gibt schon wieder. Wo ist die denn? Oh, gibt einen Anruf. Der Herr hat gerade gesagt, dass mit Beschuss gerechnet werden muss, wenn sie verfolgt werden. Herr Sancho? Ja. Haben Sie den Mafios erreicht? Wie
gesagt. Ich habe noch nicht probiert anzurufen. Wir haben noch einen zweiten Auftrag momentan. Wissen Sie, wo die Brücke ist zur Insel im Süden der Stadt? Ja. Wo? Aber sagen Sie das denn nicht? Ja. Nein, das ist Auflegen. Oh, scheiße. Wo ist Wahlwiederholung? Oh, Mann. Kriegst du es hin? Ja, schaffe ich. Dann wollte ich gerade sagen, wo die Brücke, also, Brücke ist. Ja, ich kann die Karte nicht öffnen, dann bricht bei mir im Handy die Verbindung ab. Ich sag Ihnen eine Koordinate. Wenn Sie auf die Karte gucken, dann ganz. Ich habe die Karte offen für dich. Sag dir einfach, wo wir hinfahren. Sein ADAC Hauptquartier. Ja. Bei der Koordinate 10, 107. Und da ist eine riesen. 10, 107. Schreib auf, Frank. 10, 107. 10, 107. 10, 107. Okay. Kajo nennt sich die Insel. Und da ja, 10, 107 ist. Wie heißt die Insel? Wie ist der Name der Insel? Kajo. Kajo. Ja. Wunderbar, vielen Dank, das hilft sehr. Alles klar. Passt. Dann bis später. Auf, ne? Jupp, tschö. Gut, ciao, ciao. 10, 107 ist ganz rechts unten. Ganz rechts unten, da wo der ADAC ist. Wie kommen wir da hin? Markier, du musst markieren. Ich kann das nicht markieren. Du bist der schlechteste Beifahrer auf diesem Planeten, das geht eigentlich immer. Das geht nicht. Markier doch jetzt. Ich werde nicht markieren, ich muss da so hinkommen. Okay, dann sag ich. Wir kommen hier erstmal runter. Ja, fahr, nein. Oh. Ich muss hier erstmal runter. Ah, musst du nicht. Fahr bitte wieder zurück. Das ist ganz falsch, wie du fährst. So, alles reinmachen, das geht gleich los. Einmal das Check vom Heli bitte, damit ich weiß, dass wir auf Einsatz bereit sind. Heli ist soweit bereit. Der erste von den Tätern sitzt jetzt schon im Heli drin, damit die noch aufliegen. Wow. Also der Heli ist noch nicht an. Ich kenne mich hier aus. Somit der Heli macht den Motor aus. Wir wären sofort bereit, den Motor zu starten und abzulegen. Das ist quasi die Hauptstraße hier unten am Hafen. Bitte wiederholen. Geht los. Geisel ist übergeben in die Fahrzeuge. Los, in die Fahrzeuge, Leute. Ja. So, guck. Ja, sehr gut. Hier hätte ich rechts runter gemusst. Nein, auch falsch. Nee, auch richtig ein bisschen, aber auch falsch. Nee, richtig. Richtung Norden, Sandy Shore. Das ist es, das ist es. Super Bolito, wir fliegen Richtung Norden über Weinbutt. Und jetzt? Geradeaus. Weiter geradeaus. Ganz nach links hinten musst du quasi. Jetzt nach links am besten. Jetzt rechts. Geht weiter rechts. Richtung Norden. Hallo? Da ist sie doch nicht. Hinter dem Weinbutt. Ja. Oder ist sie das nicht? Doch, die würde ich einfach mal fahren jetzt. Die Brücke hier? Die würde ich einfach mal fahren. Ich sag, die geht nach oben, wir müssen alles wieder drehen. Kann auch sein. Sind jetzt noch Höhe, Flughafen. Nee, ist nicht überall Overwatch, weil der einfach schneller ist als der. Das ist die Brücke. Das ist jetzt über am Alamo-See Richtung Montpellier. Wer ist er denn? Hallo? Jungs, alles gut? Ja. Was macht ihr? Geil. Wir fahren zur Insel. Was gab's ihr jetzt hier so rum? Wollt ihr auf die Insel fahren? Wir fahren auf die Insel, richtig. Nein, wir nicht. Okay, warum wollt ihr auf die Insel fahren? Fliegt jetzt Ausflug oder? Etwas nach. Wir haben einen Transport dabei. Cayo Perico heißt die Insel. Okay, und was transportieren Sie? Geheim. Der Hubschrauber fliegt links am Ort vorbei und leitet das denn ein. Auch für die Leute, die da wohnen? Die folgen. Ja. Wir sehen uns. Ja, man sieht sich gut. Super, wo du den Start ab. Wir werden das von Spot. Das war's übel überzeugend. Panic, bitte einmal Panic.
Auf der Insel sind nur Kriminelle. Ja, ich habe jetzt eine Waffe dabei. Die habe ich dann gleich nicht mehr, wenn wir da drauf gehen. Was ist hier, wenn du da drauf gehst? Wenn wir da drauf gehen, dann war's das. Da werden unsere Leichen niemals gefunden werden. Aber da gibt es auch das große Geld auf der Insel. Wir haben das Ziel, uns eine Immobilie zu zweit zu kaufen. Okay, wie viel kostet denn die Immobilie? Keine Ahnung. Viel. Oh, der ist schneller als ich. Ey, ey! Oh mein Gott! Was ist los mit dir? Es ist immer der Schuld, der aufgefahren ist. Sagt der Polizist? Standby. Korrekt. Bereit für ein Rennen? Ja, willst du? Mein Auto ist ein bisschen... Drei? Nee, warte, warte. Ich hab halt keinen 6 Meter langen Heckspoiler, der aussieht wie von einem Flieger. Ja, das ist... Der wiegt auch locker 400 Kilo. Du wärst so viel schneller ohne diesen riesen Spoiler. Was ist das? Da können locker 3 Menschen drauf schlafen. Okay, bereit? 3, 2, 1... Go! Dein Auto ist ja schon ziemlich langsam, Max. Also das ist ein Drogenbaron, der hat immer das krasseste Auto. Also wir haben ja mega verloren. Ich hab nur 135 Topspeed, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, dein Auto hat schon ziemlich 140 ist Topspeed? Ich bin aktuell immer noch über JVA. Alle Streifen, die warum ist hier eigentlich so auf einmal viel Tumult? Keine Ahnung, was ist hier los? I mean, ich weiß ja, ich kenne ja die Insel, aber... Ja? Ja, warum sind Sie eigentlich von der Polizei hier? Ich meine, Sie sind zivil unterwegs. Korrekt. Aha, okay. Und Sie trauen sich als ziviler Polizist mit Polizeiuniform auf die Insel? Richtig. Da haben Sie schon Eier, muss ich schon sagen. Er hat nämlich gewisse Absichten. Wer ist denn hier der Chef? Im Moment, ich kann nachgucken. Im Moment bin ich im Moment ziemlich der Einzige hier. Ach so! Ja, ist noch jemand da und noch jemand, aber ja. Wollen Sie da hinten mal zur Garage fahren, aussteigen und reden? Ja, bitte. Ich probiere mal was ganz kurz. Hä? Was war das denn jetzt? Das sollte ein 360 Grad Trick werden. Jungs. Der Video schießt mal bitte den Herrn hier? Baum von der Central Bank abholen, danke. Freiwilligkeit. Was ist hier los? Warum nimmt ihr Kollegen hier auf die Insel mit? Macht ihr hier Urlaub oder was? Negativ. Wir wollten nur kurz rüberfahren, weil sein Auto hier stand. Kein Ding, Jungs, kein Ding. Komm, wir fahren mit dem Porsche woanders hin. Oder soll ich einen Wagen rausholen? Nee, alles fein. Ach, du bist es! Moin, moin. Ja, okay, du darfst ja hier sein. Alles entspannt. Herr, wie heißen Sie? Sancho. Max Sancho. Ja, dann gehen Sie mal ein bisschen beiseite, dann hole ich den Lambo raus, dann können wir damit fahren. Ja, Polizist. Passen da 3 Leute rein? What? Was machen Sie hier? Ja, glaub mir, wenn ich das sage, dann dürfen die auch hier sein, oder? Oh, warum ist das kein Polizei-Heli? Ich habe gehört, bei der alten Atemstrafe, bei dem großen FYP-Gebäude. Ist kein Platz mehr, ne? Da ist kein Platz mehr, ich nehme dich auch nicht mit. Wenn du frech wirst, weißt du, was passiert. Wo genau an der Autobahn, wie du schon gehört? Immer noch bei dem großen FIB-Gebäude. Du ratest mich auf, weil er auf der Insel ist. So. Auf der Insel Cayo. Cayo Perico. Ja, ich weiß. Ich kann dich nicht abholen, ich hab den Typen im Auto sitzen. Das ist übrigens mein Cousin, Frank Martin, der Transporter. Er ist derjenige, der transportiert. Hier sind 4 Leute in dem Auto. Also...
Junge, dann soll Mr. M dich abholen kommen, der war gerade eben noch da und ich schmeiß bestimmt nicht. Ja, M. Achtung, Schranke. Gut. Ja, aber ich kann ja nicht alle Leute hier auf einmal stehen lassen und dich von Human Labs abholen. Hier ist, wer ist denn alles hier? Einmal bitte im Auto alle melden, wer ist denn alles hier? Max Sancho und Frank Martin. Max Sancho, Frank Martin und Mrs. M, kennst du ja, bestimmt. Alle PD bitte mal auf. Ich? Nee. Nein, nicht du. Okay, pass auf, okay, kein Ding, die holt dich ab, okay? Wenn die bei Human Labs abgeschossen wird, ne? Ich sag's dir, ich bring dich um. Max? Wir haben noch 25 Minuten. Das schaffen wir. Okay, wenn du meinst, wir schaffen das, dann schaffen wir das. Okay, dann packe ich der Dame jetzt einen Helikopter aus, dann holt die dich ab. Wie bitte? Ich bin noch nie geflogen. Oh, Lackschaden. Die kann bestimmt super fliegen. Ja, du hast ja viel Vertrauen in mich. Ja, natürlich habe ich. Alter, stabiles Anwesen. Siehst du, Rumatra? Frank? Tatsache, da ist noch ein. Was jetzt? Das würden wir mit dem Heli weggeflogen. Der gehört nicht zu euch? Hier sind Touristen auf dem Anwesen. Touristen würde ich das nicht bezeichnen. Die haben Informationen an die Kollegen, die Erzbetreiber habe ich losgeschickt Richtung Flughafen Dortmund. Ja, haben wir schon abgeflogen. Sie haben schon den Flughafen abgeflogen, genauso wie Mace. Kannst du jemanden abholen fliegen? Ja. Dann einen Moment. Eigentlich möchte ich nicht, dass du jemanden abholen fliegst, aber keine Ahnung. Wo ist denn das Human Labs überhaupt? Waffenroute, oben rechts. Okay. Das dauert mir jetzt zu lange, ich rufe jetzt Mr. M an. Wer ist Mr. M? Mr. M? Ja, und er, Mr. M soll mir die Nummer von Mr. A geben. Okay, Mr. A ist aber nicht da. Und der wird auch die nächsten zwei, drei Tage wahrscheinlich nicht kommen. Also, das sicher? Wird, das wird nichts bringen, ja. Der hat Probleme mit seinem, Ich verstehe. Ah, ich verstehe. Über die Kamera und hab sie überprüft. Alessandro deswegen Punches. Hat Mr. Mr. Jones, okay, Mr. Paul Jones hat ihnen meine Nummer gegeben. Wer sind Sie? Ein Moment. Ich bin genau der. Ach, das ist ein Zufall, oder? Ich weiß nicht, also ich wohne hier, deswegen ist es, denke ich, kein Zufall. Das ist ja perfekt, dann müssen wir ja gar nicht telefonieren. Sie waren die ganze Zeit Mr. M. Jetzt, es kann keiner gerade dich abholen, ich muss gerade mit den Typen reden. Ja. Frank? Ja? Junge, hier sind zwei, hier ist... Das war die ganze Zeit Mr. M, unser Kontaktmann. Ehrlich, hier ist meine Freundin. Das war Mr. M die ganze Zeit. Das war die ganze Zeit Mr. T. Nee, Mr. M. Mr. M. Und Mr. A ist verhindert. Und solange Mr. A nicht da ist, übernehmen Mr. M und Mr. T. Und wer ist Mr. T? Das ist Mr. T. Sie sind Mr. T. Nee, bestimmt nicht. Ich gehe kurz da weiter aus. Okay. Sehr gute Herr hier. Warum sollte sie jetzt Mr. T sein? Sie sind Mr. T oder Mr. M? Ich bin Mr. T. Und Mr. A ist verhindert. Mr. A ist verhindert. Und wer ist Mr. M? Mr. M ist jemand, der auch hier ist. Aber was sind das? Macht das so Sinn, dass jeder einfach nur einen Buchstaben als Namen hat und Mr. davor? Wir können uns so gut verständigen und außerdem geben wir ja nicht unseren Namen preis. Das wäre ja ziemlich doof, oder? Korrekt. Wäre nicht schlau, richtig. Korrekt. Ich bin Mr. U. Ich muss kurz jemanden kommandieren. Okay. Ganz schön stressig, wenn Mr. A nicht da ist. Du holst jetzt negativ sofort Mr. R ab. Aber auch niemand mehr. Ich bin da drinnen gewesen, aber nicht runtergegangen. Wir haben nicht so viel Zeit. Was ist denn das Problem? Also erstmal grundlegend die Sache. Warum sind Sie denn hier? Also eigentlich mir wurde nahegelegt, dass wir hier gerade stehen.
Korrekt. Aber ich habe sehr gute Angebote für Sie. Ich habe jetzt schon 4 verschiedene Personen aus dem Gefängnis befreit und kann sehr viele geile Sachen in den Akten vertuschen. Zusätzlich ist das mein Cousin, Frank Martin, der Transporter. Der kann richtig geile Sachen transportieren. Und zusammen sind wir ein super nices kriminelles Duo. Somit verstanden. Okay. Das ist jetzt quasi ein Bewerbungsgespräch. Das ist kein Bewerbungsgespräch. Wie viele Polizisten haben Sie im PD? Ich weiß schon von 2 Bescheid. Ich würde mich dem Ganzen nur gerne anschließen, weil ich bin den Kollegen hinter die Schliche gekommen, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollten. Und wie sind Sie den Kollegen, die Sie anscheinend meinen, hinter die Schliche gekommen oder auf die Schliche gekommen oder wie auch immer? Ich habe mich belauscht. Als ich mich versteckt hatte. Ich? Okay, Sie haben sich selber belauscht und sagen, 2 Polizisten von Ihnen sind korrupt. Sie haben sich selber belauscht. Korrekt. Sie haben... Und da ist jetzt die Frage... Du hast dich selber belauscht und beschuldigst andere Polizisten. Heißt es nicht, du hast andere Polizisten belauscht und beschuldigst sie? Auch das, ja. Wie belauscht man sich selber? Ich habe einfach gute Ohren. Die Frage ist jetzt nur... Brauchen Sie noch einen weiteren Polizisten im PD, der für Sie agiert? In Kombination mit dem Transporter. Frank Martin, das ist mein Cousin. Hallo, ich bin der Cousin. Ja, das entscheide nicht ich. Also, ich kann gerne Ihre Daten aufnehmen. Ich kann gerne nochmal mit Ihnen reden und so weiter, falls es irgendetwas Neues gibt und Sie verständigen. Aber im Moment ist, kann ich das nicht entscheiden. Oh. Ja, man kann ja nicht von heute auf morgen einfach Leute aufnehmen. Also, sorry. Sie müssen sich vorstellen, Jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich habe hier jemanden von der Polizei, der wird gern so 1-2 illegale Aktivitäten nebeneinander machen, ne? Ja. Ich sag, okay, kein Problem. Mr. A ist im Moment verhindert, kein Ding. Gib ihm meine Nummer, der soll mich anrufen, wir können reden, kein Problem. Ja, der kann sich mal vorstellen, damit ich schon mal so den ersten Eindruck bekomme, verstehen ja. Sie? Aber ich kann das ja nicht einfach so entscheiden. Richtig. Gibt es mehrere Leute von uns und man berät sich darüber. Und zweitens, ich weiß doch noch nicht mehr, wer Sie sind. Also... Sancho. Ja, Max Sancho. Ich weiß, ich habe Ihr Gesicht schon mal irgendwo bestimmt gesehen. Das Problem ist, ich wurde jetzt schon bei mehreren Einsätzen angeschossen. Die Polizei hat... kein Geld mehr, zahlt keine Gehälter mehr aus. Wir können absolut nicht verhandeln, wenn es zu einem Banküberfall kommt. Die Polizei geht den Bach runter. Ja, das ist mein Cousin. Glauben Sie mir, das stört mich nicht, dass die Polizei untergeht. Ich werde alle Angelegenheiten übernehmen, bei denen Max nicht zu sehen sein darf. Sie sehen so ein bisschen aus wie so ein Hitman, wissen Sie das? Tatsächlich nicht. Tatsächlich sehe ich aus wie der Transporter, der ich auch bin. Aber nichtsdestotrotz bin ich nur dafür da, um quasi zu verständigen zwischen den verschiedenen Gangs und dann meinem Cousin Max. Weil da kann ich einfach... Ah, ihr seid kann so ein einfach, Dreamteam. Es kann nicht einfach Richtig. Jemand von der Polizei bei dem Platz auftauchen. Das Ach geht so, nicht. Die, aber, weißt, aber hier schon. Wir wurden geschickt. Haben Sie eigentlich ein GPS dabei? Ja. Nee, das ist aber nicht an, weil ich nicht im Einsatz bin. Okay, besser ist das. Ja, wie gesagt, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen Ihre komplette Geschichte. Dann kann ich das schon mal alles aufnehmen und das schon mal weiterleiten. Weil den grundlegenden Prozess kann ich ja anschieben, wissen Sie das, aber ich kann es ja nicht entscheiden. Korrekt. Ja. Ja. Ich bin einfach sauer auf die Polizei. Mhm. Ständig werde ich angeschossen und krieg kein Geld. Mhm. Jetzt wandere ich über zur anderen Seite. Und wie sollen wir Ihnen vertrauen? Geben Sie mir erstmal kleine Aufträge. Ich hol die eine oder andere Kontaktperson aus dem Gefängnis raus. Helfe bei der Flucht und vertusch das Ganze. Dann sehen Sie das ja. Also wenn ich Ihnen sage, Sie geben mir morgen eine Karabiner. Haben Sie morgen eine Karabiner? Ich habe selber keine Karabiner. Sind Sie denn Polizist? Ja, aber Sie sind Polizist. Wo ist das Problem? Ich könnte Ihnen als Vertrauensvorschuss meine Maschinenpistole geben.
Als Vertrauensvorschuss, eine Maschinenpistole. Ich muss mal kurz im Funk was fragen, ja? Einen Moment. Oh, wir müssen los. Wir haben den nächsten Auftrag. Was heißt wir sind nämlich kriminell. Naja, ich werde jetzt zum Beispiel... Können wir es ja sagen, wir werden jetzt zusammen eine Bank ausrauben. Ich sag euch jetzt mal, was Sache ist. Es wird gleich einen Banküberfall geben. Die werden mich fordern als Verhandlung. Ich gehe als Verhandlungspartner dort rein, nehme mit meiner Tasche, die ich auf dem Rücken habe, schauen Sie mal hier, ja, ich sehe das. Lade das gesamte Geld ein, mach die ganze Zeit beim Einsatz mit, die Kollegen versuchen zu fliehen oder kommen ins Gefängnis, woraus ich befreien werde, und am Ende teilen wir die Kohle. Es sollen 1,2 Millionen werden. So welche Dinger ziehe ich ab. Und Sie bekommen davon 50.000. Das ist ja gar nichts. Na, Sie müssen nichts machen, das ist doch gut. 50.000 sind wirklich. Ich komm morgen Abend wieder und dann kriegen Sie 50.000. Wir sagten dann nein. Also, das mache ich in einer Stunde, das Geld, Entschuldigung. Das Geld mache ich nicht in einer Stunde. In einer Stunde? Oh, okay. Bringen Sie mir das bei, ich möchte von Ihnen lernen. Ja, wenn das so einfach wäre. Warte, ich muss noch kurz was funken. Ich hab hier gerade auch eine Rolle. Können wir, während Sie funken, schon mit dem Auto wieder zurück zu unserem Auto fahren? Nein. Okay. Ich hätte viel mehr als 50.000 in der Stunde. Okay, nee, das klang nur gerade so, als wären Sie stolz darauf, dass Sie 50.000 in der Stunde verdienen. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen um Sie gemacht. Nein, nein, alles gut. Okay, wunderbar. Meine Helikopter. Komisch. Frank, hast du einen Helikopter? Ich habe leider noch keinen Helikopter, nein. Frank? Ey, Max, ich will jetzt hier nicht stressen. Frank, Martin, kannst du noch einmal ganz kurz Ihre Nummer abspeichern? Warum wollen Sie meine Nummer? Frank? Okay, geben Sie bitte Ihre Nummer, damit wir im Kontakt bleiben können. Ich arbeite nur für Mr. T. Das reicht, wenn Sie Mr. T's Nummer haben. Ich denke nicht. Ich denke schon. Okay, wenn Sie mir Ihre Nummer nicht geben wollen, dann wollen Sie mir Ihre Nummer nicht geben. Ich muss einmal was testen. Wollen Sie hier irgendwelche Signale geben? Wie kommen Sie da drauf? Ach ja, weil Sie ein Polizist sind. Ja. Ja, und wem wollen Sie ein Signal geben? Ihren Kollegen, dass er aufhören soll zu telefonieren, weil wir los müssen. Der telefoniert nicht, der ist im Funk. Ja. Max, wir müssen los. Wir müssen los. Mist. Ich hab keine Zeit. Haben Sie einen Helikopter? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob wir es in 13 Minuten zurückschaffen. Ich weiß nicht mal. Der Kollege hat einen Helikopter. Also, und der genau, Kollege. Ja, ich mach nichts mit dem, ne? Sehr gut. Okay, perfekt. Dann, Sia. Streif angekommen. Ja, Jungs, dann fahre ich euch zurück. Sehr schön. Haben Sie vielleicht einen Helikopter? Sie? Ja? Sie? Oh. Aber Sie haben nicht zufällig Fallschirme, oder? No. Ah. Okay. Dann ab ins Auto. Also Maschinenpistole, ist da ein Code drauf? Leider ja, das ist meine Einsatzwaffe. Kann man den Code abkratzen? Sie sind der Experte. Ich benutze keine Waffe mit Code. Oh, was war das? Warum ist man hier hingefahren? Ich habe das Auto repariert. Bei der Garage, wissen Sie, da ist ja immer so ein Typ und dann kann man bei dem sein Auto reparieren. Ah, okay. Ja, das kann man aber bei jeder Garage machen. Und das sind alles Ihre Wachen hier? Ich gebe dazu keine Auskunft. Sehr gut. Ne, ist ja super. Dann fahren Sie mich einmal zurück zum... Zurück zum Porsche, ja? Oh, das waren... Ist Kopfschmerzen gerade ein bisschen angesagt, aber es geht jetzt wieder. Okay. Oh Mist, wir müssen uns echt beeilen. Ja, Frank, wir haben nur noch 10 Minuten. Keine Zeit mehr.
Soll ich euch direkt in die Stadt fahren? Aber wo ist denn mein Auto? Ja, wie packt das Auto doch? Ja, es ist nicht sein Auto. Es ist nicht mein Auto, es ist, Ihr braucht das Auto noch zum Fliehen, oder was? Nee, dieses Auto nicht. Nee, aber es ist nicht ganz meins. Es ist erstmal nur inspiziert, weil es ein bisschen zu laut war. Ja, ich habe das einem Zivilisten abgenommen. Ja, lass es doch einfach stehen. Echt? Ja, warum nicht? Boah, das war echt ein Porsche Panamera Turbo. Ja, gerade sitzt in dem Lamborghini Urus. Ja, aber den fahre ich ja nicht. Ja. Stimmt auch wieder. Moin. Ach, ich halte ihn jetzt nicht an. Sehr gut. Wenn er mich jetzt anhält, dann hat er ein Problem. Oh. Wow, wow, wow. Wer schießt? Was ist los? Ich. Der hat uns angefahren. Ja, und das ist kein Grund zu schießen, wenn der uns nicht ballert, ne? Ja, wir sind zu dritt. Frank, hol deine Waffe raus. Warum hast du mich angefahren? Hm? Hallo? Was willst du? Ich hatte gehört. Ach, Digga, du bist das. Wow, 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 das müsst ihr mir doch sagen, ich hätte schon fast geschossen. Ja, besser nicht, dann hättest du gleich auch eine Kugel drin gehabt. Echt? Ja, du kannst doch nicht einfach so Leute abknallen, was ist mit dir los? Ja, das Problem ist, die Polizei, ich war vorher auch mal kurz in Gewahrsam und da geht wirklich alles drunter drüber. Ich kann's. Also, die sind echt richtig am Arsch. Guck mal, wie die ihre Leute ausbilden. Ja, ich habe gar keine Ausbildung bekommen. Ich habe gar keine Ausbildung bekommen. Ich wurde einfach mit einem Einsatz genommen. Da war ich irgendwie, hatte so ein Leibchen an, war Fahrradkopf und auf einmal kriege ich ein Maschinengewehr in die Hand gedrückt und bin Polizist. Die haben echt gerade richtig Scheiße am Laufen, die Polizisten. Deswegen ist jetzt die Zeit auch, mit uns Geschäfte zu machen. Weil jetzt gerade kann man richtig viel verdienen. Aber ich bekomme ja kein Geld von euch. Doch. Ah, okay, wie verdient ihr denn euer Geld? Transporte. Und wir infiltrieren die Polizei. Ja, aber ich habe keinen Aspekt davon jetzt gehört, wo ich Geld davon bekomme. Also und der Raub gleich. Ja, aber 50.000 können wir behalten. Ja, 50.000. Insgesamt machen wir 1,2 Millionen. Ey, sorry. Nee, wir müssen, wir haben noch 7 Minuten. 7 Minuten für was? Bis zum was? Bis zum Raub. Bis zum Raubüberfall. Wir werden verfolgt. Ja. Das wäre wahrscheinlich ganz kurz. Verfolger abschütteln? Ich wollte nur wissen, ob die Routen schon wieder aufkommen. Digga, das ist der schlimmste Zeitpunkt ever. Wirklich, also die sind wirklich manchmal nervig. Wir haben kein anderes Leben. Sind die Routen wieder auf? Ja, ganz schön stressig, solche Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Darf ich mich sagen? Zwei mehr oder weniger macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich habe gerade $900 Gehalt bekommen. So eine Scheiße. Was soll ich mir damit holen? Ein scheiß Döner kostet 65 Euro. Was bekommst du Gehalt? Mecker mal nicht so. Ja, stimmt auch wieder. Wohin? Bank. Zum PD. Aber lassen Sie mich in der Nebenstraße raus. Sind Sie der Polizei bekannt? Sein. Ich muss in den nächsten 7 Minuten im Dienst sein. Ja, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen, aber das hält sich nicht. Funkcheck, Sancho an Zentrale, Funkcheck. Ich höre die ganze Zeit der Polizeifunk. So, auch ein Vorteil. Ich hab keinen Bock jetzt von euch rausgezogen zu werden, deswegen. Wirklich keinen Bock. Was haben Sie denn dabei, was nicht gesehen werden darf? Okay, hier ist gut, hier ist der Hintereingang. Dankeschön. Okay. Dann sehen wir uns später. Genau. Ruf mich oder schreib mir mal eine Nachricht, dann kann ich dich einspeichern. Mit deinem Namen bitte. Das mache ich. Sie und dein Cousin auch. Was macht der jetzt? Frank Martin? Ja. Nummer abspeichern sofort. Ich kann dich auch noch irgendwo hinfahren, komm. Oh ja, das wäre nice. Ich muss aber erstmal rausfinden, wo ich hin muss. Was ist das Ding? Ja, das muss ich jetzt rausfinden. Moment, ich muss erstmal mit ihm schreiben.
Und weg war Frank Martin und hat ihn nie wieder gesehen. Jo, wieso guck die Nachricht nicht an? So nichts in den Chat schreiben. Ja, ich will eine Nachricht schreiben. Geht das nicht auf? What? Mahlzeit. Mahlzeit. War ich das? Das weiß ich nicht. Schönen guten Abend. Hallo? Hallo, guten Abend. Sie warten jetzt hier schon seit 2,5 Stunden? Ja, seit 19 Uhr circa. 1,5 Stunden. Jo. Oha. Was denn? Ich glaube auch, oder? Schüsse im PD. Ja, wunderschön. Schüsse im PD, sehe ich das richtig? Das war der Schießstand. Ja, ich denke mal, das ist die Schießstand war. Ah, okay. Bitte vorher ansagen. Wir müssen mal Ihren Rucksack ausziehen, ne? Wie geht das? Über Y-Menü. Das muss gehen, war nicht natürlich. Ah, okay, und nun? Cutter für Holgersen, bitte kommen. Ah, super, das ist gut, das muss ich mir merken, danke. Na komm, okay. Was machen Sie heute noch so? Ja, heute ist ja relativ ruhig, ja? Bis jetzt. Ich sehe eine Sonnenbrille auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch, die steht gut. Ich hab kein Trinken mehr, doch. 750 Gramm Kirscheiron. Na, das macht aber. Möchte jemand auch einen haben? Nee, danke. Ich wollte einen nehmen. Ich bleib beim 4-Sieg-Eistee. Okay, ich werde davon irgendwie nicht ganz undurstig. Ich hab jetzt alle drei weggehauen. Ja, die sind nicht so gut. Ein bisschen leiser reden. Vielen Dank. Kater für Holgersen, bitte kommen. Okay. Gleich mal auf Streife fahren. Entschuldigen Sie, wissen Sie, ob wer da ist, der sich um Bewerbung kümmert hier? Ja, der Herr Winter kümmert sich gerade um die Bewerbung. Ist das der Herr da, der spricht gerade? Ja, der steht gerade da am Office. Wo ist Nils Holgersson? Weiß das jemand? Nee. Nein. Okay, ist wahrscheinlich gerade im Dienst. Hast du mal kurz einen Moment? Können Sie anfunken? Wir können ihn aber anfunken. Nee, alles gut. Ach so, wir fahren ohne Brille. Wir sind gerade 22 Beamte. Nee. Das ist gut. Ich werde mir das mal vermerken. Gommes, wir hätten kommen. Gommes, hört sie kommen. Ja, ohne Brille, was soll ich denn machen? Wo sind sie kommen? Ich behalte das jetzt für mich, aber das nächste Mal sind sie ohne PD Parkplatz kommen. So, ich brauche einen Streifepartner. Wir sind leider auch alle Anwärter. Ich glaube nicht, dass ja, es das geht. Ich muss mich auch beim Herrn Weiß erstmal melden. Ja, ich würde mit Ihnen fahren, aber wir bräuchten, glaube ich, noch einen Anwärter. Bisschen das erhöht. Drei Anwärter, ja? Also, wir haben gerade einen auf den Deckel bekommen. Ne? Ich wäre dabei. Soll ich einen auf den Deckel bekommen? Ich nicht, ich war nicht dabei. Haben Sie das nicht angemeldet oder wie? Ja, wir waren noch bei dem Bankraub zu zweit, wissen Sie, der hatte eine Sondergenehmigung, aber der war vorbei und dann waren wir noch nicht zurückgefahren.
Ja, dann lass uns doch einfach zu dritt zusammentun. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Drei Anwärter ist wie ein Kommissar. Sehe ich auch so. Ja, ja, also Herr Winter. Ich merke hier gerade, hier gibt es Probleme mit der Streifeneinteilung. Sie sind alles Anwärter, oder was? Ja, korrekt. Uiuiui. Wir suchen Streifenpartner, aber... Wir brauchen jetzt mal die Beförderung, Mensch. Wer von Ihnen... Ja, das wird heute wahrscheinlich eher nichts mehr. Aber wer von Ihnen ist denn schon mal öfters miteinander zusammengefahren? Ich bin schon oft auf Streife gewesen. Ja, aber mit wem? Mit wem? Ja, mit keinem von denen hier, glaube ich, ja. Ja, ich bin noch mit gar keinem gewesen. Ja, da machen sie einfach eine Zweier- und eine Dreierstreife. Mit wem sie fahren, ist okay. Okay. Ich würde die Zweier übernehmen. Ich kann noch nicht. Ich fahre am Winter. Aufgeschlossen. Hm. Super, ja. Hätten sie auch noch Platz. Streife 3 hört. Schließen Sie bitte das Auto auf. Wunderbar. Ja. Kommen Sie mit. Steigen Sie ein. Ja. Informationen an alle Kollegen, alle Streifen, ja. Einmal zurück zum Parkplatz kommen, wir machen eine Neuenteilung. Ah, Neuenteilung. Ja, ich bin wieder aufstanden. Oh Mann, ey. Dios mio, wir sind doch gerade eingestiegen. Ja, wir sind gerade, das ist doch schon eine Streife. Da haben wir einen Korinthenkacker, der kann nicht einfach einsteigen machen, verdammte Scheiße. Richtig, richtig. Wenn ich jetzt hier schlafen gehe, muss ich mich dann auch verdienen? Wenn wir den Funk nicht gehört haben, könnten wir jetzt auch einfach fahren. Hat er denn nicht gesagt, eine Zweier und eine Dreier? Ja, wir sind die Zweier. Ja, bis wir zurückgerufen werden, ne? Ja, ja, erstmal losfahren. Die linke Ausfahrt funktioniert heute irgendwie nicht. Was ist der? Sehr gut. Also wir haben ja von Herr Winter, oder? Ja. Sie. Okay. Ich fahre meistens meine Streife bei der Staatsbank. Sind Sie schon lange hier bei uns? Ja, 2 Wochen. Und Sie? Ich bin nicht so lange, 3-4 Tage vielleicht. Okay. Okay. Dann sagen Sie, wo es lang geht, ha? Ich weiß es auch nicht. Ich werde immer nur mitgenommen. Einmal bitte die Straße räumen. Straße räumen! Sehr gut. Was ist denn hier los? Hier sind überall Tote, okay. Ja, fahren wir erstmal weiter, ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Sehen Sie die Rampe auch grün? Ja. Montana für Gomez kommen. Sie. Sancho anwesend. Jetzt müssen wir doch zurückkommen. Oh, mein Handy hat vibriert. Ich habe eine neue Nachricht bekommen. Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Sound muted. Hallo, hallo? Die Straße räumen! Die Straße räumen! Was waren das eben für 2? Wir sollen die Straße räumen. Können Sie ADS rufen? Nee. Wir schauen mal, vielleicht können wir die wegfahren. Was haben wir? Was sind das für welche? Guten Abend. Was machen Sie hier? Wie, was mache ich hier? Die Straße räumen?
Ich habe euch gerade aufgegeben, dass ihr Straße räumen sollt. Weil ihr einfach dran vorbeigefahren seid. Ich hatte gerade Migräne. Ja, aber ihr Fahrer nicht. Richtig. Ja, wir hatten durchgesagt, ne? Aber ja, aber wenn natürlich wir aussteigen, Blaustein machen davor, vor der Schwanzbirre, aussteigen, mal als C-Ruf versuchen, ob die alles offen sind, dann einsteigen und Seite fahren. Aber korrekt. Kommt nicht mehr vor. Will ich hoffen. Wer steht das? Wer ist das hier? Gehört ihr zu Ihnen? Negativ. Einmal wegtreten. Wie war Ihr Name? Welcher? Von mir? Nein, mein Partner meine ich hier. Max Sancho. Herr Sancho, wollen wir weiter jetzt? Ja, wir müssen weiter. Dürfen wir wegtreten? Jo. Ihr dürft. Können Sie einmal das Polizeiauto hier wegfahren? Ich bin angeschnallt. Okay, sehr gut. Oh, das war ja eben um. Da haben wir direkt Anschiss bekommen, verdammt. Wir sollen uns in eine Streife einteilen, ne? Welche wollen wir nehmen? Streife 5, wa? Die an der Bank. An der Staatsbank. Nein, über das VPS müssen wir zuweisen uns. Das entscheiden Sie. Ich hab 5 genommen, ne? 5 ist gut. Ich muss einmal ganz dringend mit dem Beifahrer hier im Wagen reden. Ich habe eben schon mal mit ihm geredet. Wie ist Ihr Name? Den kann ich jetzt gerade nicht sagen. Könnten Sie einmal ganz kurz nur hier so an den Bürgercheck, das ist ganz wichtig. Okay, ich werde das einmal abchecken. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn sonst immer nur im Pullover. Ich bin Grim von den anderen da gerade eben. Mhm, ja. James wurde hochgenommen. Ich wäre eigentlich auch hochgenommen worden, aber ich bin durch die Bildschirmscheibe gefetzt. Okay. Deswegen, dann wurde ich von einem, dann wurde alles schwarz. Aber ja, jetzt bin ich wieder hier und die wissen das anscheinend nicht. Deswegen ist halt, ja, James könnte gerade im Knast sein. Das wäre, ja, wir müssen den da irgendwie rausbekommen. Okay, ich kümmere mich drum. Okay. Okay. Private Probleme. Wir müssen einmal zum PD zurück. Wie meinen Sie das? Einmal mich beim PD rauslassen. Ist klar. Ich repariere einmal noch das Auto, bevor wir Anschluss kriegen. Das ist gut. Müssen Sie aus dem Dienst treten, oder wie verstehe ich? Nee, das nicht, aber ich vermittle. Ich ermittle intern, verdeckt. Ich meine, wir haben einen Maulwurf im Revier. Das höre ich aber zum ersten Mal jetzt, ja? Ja, okay. Ich weiß. Das dürfen Sie auch bitte niemandem erzählen. Check. Ah, hier ist ja schon das Department. Anwärter, ja? Richtig. Ist das nicht sehr unüblich? Ja, ist es, aber damit rechnet keiner. Ah, verstehe. Sehr smart. Wunderbar, vielen Dank. Oh! Kommissar da. Großeinsatz. Der Herr Weiß ist da nicht zufällig draußen, oder? Da waren sehr viele Polizisten draußen. Einfach mal nachgucken, bestenfalls. Valentino für Rast willkommen. Pol für Bundeswehr kommen. Wir bräuchten am Arbeitsamt einmal eine freie Streife von Ihnen zwecks versuchten Fahrzeugdiebstahls. Kommen. Hallo? Sind Sie es? Ja. Mann, lassen Sie mich raus. Der Kollege schickt mich, ich muss gucken, ob die Luft rein ist. Keine Zeugen, sehr gut. Streife 3 unterwegs. Okay, kommen Sie unauffällig mit über die Garage. Okay. Tür ist offen. Und wieder zu. Und okay, stopp. Gut. Einen Moment, wir machen gleich weiter mit dem Verhör. Ich bekomme gerade einen Anruf. Ja, hab ich. Herr Kidney? Ja, bitte. Ist der Herr Valentin schon gegangen gerade? Ja, hallo?
Ja, dicke Scheiße, Paul Jones wurde gerade hingerichtet. Habe ich mitbekommen. Ja, und jetzt? Wie sieht der Plan aus? Wir treffen uns gleich vor dem PD. Holgersen für Katakom. Ja. Bis gleich. Holgersen hört. Sanchez. Ja? Aber meine Waffen können Sie jetzt nicht wieder besorgen, oder? Keine Chance. Ach, verdammt. Okay. Also, wenn ich diesen Milchbubi finde, ne? Ja. Ist die Luft kommen rein? Sie? Ist die Luft rein? Geht's? Ja, sieht gut aus. Kommen Sie mit. Verstecken Sie sich erst im Büro. Diesen? In der Tür. Okay. Ich guck einmal kurz. Okay, die Luft ist rein. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Links raus, hier ist offen, hier ist offen. Oh Gott, wir sehen uns. Hey, 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 hey. Schnell, schnell, schnell. Laufen Sie, laufen Sie. Okay, okay, danke. Ist korrekt. Ja, ja, ist okay. Hast du auch die Schuhe dann dir davon gekauft? Oder? Die hast du einfach, wurden die dir geschenkt? Oder hast du die von Treppen ausgegeben? Hallo, wie ist Ihr Name? Nico. Hallo? Hm? Wie ist Ihr Name? Ich bin immer noch der Typ von vorhin. Der Typ von vorhin, sehr gut. Ja, in der Gasse. Und er hier auch? Nee, den kenn ich nicht. Hallo? Ja, hallo? Ah, doch, warte, doch, den kenn ich hier mal. Klar, ihr gehört zusammen. Es hat funktioniert. Okay, perfekt. Hast du ihn rausgeholt? Ja, ich hab ihn rausgeholt. Ich muss weiter oberkörperfrei so lange rumlaufen, wenn er da kennt, den ich hier. Ethan an Steife 2. Was machen wir jetzt? Ja, wir planen gerade noch weiter. Wir sind bald fertig. Aber wie krass ist das, dass ich ihn rausgeholt hab? Wie viel willst du haben dafür? Das gibt's diesmal umsonst. Ich muss aber los. Steht der Plan noch? Ja, alles gut. Wir haben noch kurz. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, go. Ja, hallo? Sie muss mich nicht so lange warten lassen. Ich habe gerade schon wieder eine Person aus dem Gefängnis unauffällig befreit. Mhm. Ja, also mach nicht zu viel, weil wir wollen ja auch nicht, dass du auflegst, ne? Richtig, richtig. Ich mach das sehr smart. Ich sag dir mal so, vielleicht ist es gut, dir das zu sagen, weil ihr wolltet ja ein, zwei Dinger drehen. Mr. Jones, glaube ich, verhindert das. Was ist mit Mr. Jones? Mr. Jones ist, glaube ich, verhindert. Wir benötigen einmal eine Polizeistreife hier oben. Cousin wird vielleicht mehr erzählen, aber er hat nicht so nach der Pfeife getanzt, wie wir das wollten. Ach, Sie haben Mr. Jones exekutiert? Ich
Ich hatte eine Rechnung mit ihm offen. Ach so. Ja, gut, dann sind Sie jetzt der neue Arbeitgeber. Was gibt's zu machen? Ja, ist das so. Ich hab, ganz einfach, wenn mein Arbeitgeber killt, ist der neue Arbeitgeber. Oha, boah, das ist aber nicht gut. Der mich jetzt umbringt, ist jetzt der neue Arbeitgeber, oder was? Korrekt. Okay, verstehe, ja. Ich bin. Aber Sie werden ja nicht umgebracht. Nein, das bezweifle ich tatsächlich, ja. Taube. Ja, mach doch einfach, was ihr wollt. Keine Ahnung, ich hab dir eine Nachricht geschrieben. Was sagtest du? Maschinengewehre oder so kannst du besorgen? Richtig. Wollen Sie noch mit? Ja, dann kannst du 3 Stück holen. Wunderbar, ich kümmere mich drum. Perfekt. Ruf mich einfach an, wenn du die hast. Werde ich machen. Tschö. Ja, viel Erfolg euch. Gleichfalls. Und es tut mir übrigens leid, dass ich den exekutieren musste, aber... Es ist halt so, wie es ist. Ich hab da vollstes Verständnis für. Bieten am Sommer kommen? Ja gut, jetzt muss ich kurz warten. Pancho? Ja? Wollen Sie wohin? Nee. Okay. Herr Sancho? Ja? Hat sich das geklärt? Oder sind Sie noch beschäftigt? Es hat sich alles geklärt, ich bin aber immer noch auf der Spur. Verstehe, machen Sie es gut. Gleichfalls. Holgersen, Bekater kommen. Holgersen hört. Wo sind Sie denn gerade? Aktuell beim Arbeitsamt, Sie haben gerade eine Verkehrskontrolle gemacht, können Sie aber jetzt dann mitnehmen. Hallo? Im Auto, ich bräuchte ja, noch einen Partner, deswegen, ja. Mir wurde eine Waffe abgenommen. Okay. Meine Maschinenpistole. Ich wurde überfallen, von 4 Gangstern bedroht. Und die haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich nicht meine Maschinenpistole denen gebe. Jetzt bräuchte ich eine neue. Ja, dann müssen Sie das da erstmal melden. Das ist gemeldet, das ist schon ein Tag her. Oh, ja, ich kann aber auch leider nicht weiterhelfen. Ich warte ja selber hier. Ach so, ich dachte, Sie sind hier Oberkommissar? Ja, das wäre mal schön. Ich bin selber Anwärter. Okay. Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht, wenn Sie wissen, wie es funktioniert? Das weiß ich leider nicht. Irgendwie wurde mir gesagt, im Keller kann man sich da wohl irgendwie was gönnen. Ah, okay, ich schau mal nach. Dankeschön. Kein Problem. Habe ich vielleicht 63 Schaden eingebunden bei meiner Verkehrskontrolle. Korrekt. Ja, ich war verhindert. Ich war im Krankenhaus zur Behandlung. Habe ich schon mitbekommen. Wie schaut's aus? Moment jetzt mit der Waffe. Welche Streif ja? Hat gerade einen Porsche 911 in meinem Haus besorgt, meine Waffe und dann starten wir das Ding. Okay, ungefähre Uhrzeit? Geben Sie uns 12 Minuten, dann fangen wir an. 12 Minuten, okay, bis gleich. Jo, bis gleich. Wiederholen. Taube hört? Cutter, ja, aber er hat gerade schon gesagt, er hat es erfahren von Alessio, also von T. Hat er gehört? Also ich glaube, Ist er PD? Gucken Sie mal, probieren Sie mal. Flash. Nochmal eine Frage, welche Streif hat gerade einen goldenen Porsche 911 Turbo S verfolgt? Von Maystick zwischen Würfelpark. Die Frage geht an die Kollegen, ich sitze im Kastor. Gut, meldet sich anscheinend keiner. Gut, dann bin ich wieder aus dem Funkhaus.
Somit. Polizei für Bundeswehr kommen. Hört. Wir bräuchten einmal eine Streife hier vor Ort in dem Dispatch vom Herr Toos. Funkspruch wiederholen, komm. Eine Streife, wie Frau Löwers schon verstanden hat, im letzten Dispatch von Herr Toos. Streife 5 ist unterwegs. So, ich hab gehört, wir sollen zusammen auf Streife gehen. Wir zwei? Mhm. Das glaube ich eher weniger. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Wieso? Herr Winter wird mir das niemals erlauben. Okay. So. Herr Sancho, ich hätte eine Frage gleich. Bleiben Sie bitte kurz da, ja? Ja, okay. So, guter Mann. Sie dürfen einmal bitte kurz durch die Tür gehen. Ich hole gleich den nächsten rein. Herr Sancho, kommen Sie mal her. Wenn Sie möchten, dann würde ich Sie. Ich würde mal gerne wissen, wie Sie das so machen würden. Hätten Sie Lust, ein mündliches Gespräch zu führen? Wie funktioniert das? Meine Aufsicht. Ein Bewerbungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch. Einfach ein kurzes, knappes Vorstellungsgespräch, weil wir tatsächlich extrem viele haben. Aber wenn Sie möchten, können Sie das gerne. Solange kein schwerer bewaffneter Raubüberfall stattfindet, würde ich das übernehmen, ja? Ja gut, aber natürlich nur unter meiner Aufsicht, ne? Im Notfall muss ich natürlich los. Natürlich, das ist verständlich. Dann, ich hol kurz den nächsten. Ja. So, der nächste bitte. Ja, hier durch die Tür. Schönen guten Abend, ich werde das Bewerbungsgespräch leiten. Genau, kommen Sie. Herr Sancho, ich zeige Ihnen einmal, wo wir das machen. Ja, weil wir natürlich nicht in das Präsidentenbüro reingehen dürfen, machen wir das jetzt hier links bei den ganzen Schreibtischen. Hier sind wir auch relativ ungestört. Mhm. Also an Sie ganz kurz, nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Ich habe den Herr Sancho gefragt, er würde das gerne mal kurz machen. Ja, ist natürlich nur unter meiner Aufsicht, da er nicht dazu, ich sag mal, ausgebildet bzw. Komplett berechtigt ist, das alleine zu machen. Kurz zu mir, ich bin der Herr Winter, ich bin Polizeioberkommissar. Das ist mein Kollege, der Herr Sancho, aktuell noch Polizeianwärter. Okay. Ja, Herr Sancho, dann legen Sie los, ich gucke Ihnen über die Schulter. Okay, schönen guten Abend, ich bin Max Sancho und ich leite das Bewerbungsgespräch. Mhm. Einmal bitte Personalausweis und Fahrzeugschein. Nee, Herr Sancho, so funktioniert das nicht. Einen Moment. Herr Sancho, wozu brauchen Sie denn den Fahrzeugschein? Und den Führerschein. Dass ich sehen kann, ob er den Führerschein schon hat oder ob er noch einen machen muss. Weil sonst kann er ja nicht auf Streife gehen. Ja gut, Herr Sancho ist... Okay. Okay. 2 Meter groß, ja? Richtig. Wirkt für mich nicht so, finde ich. Ja, ein Perso ist noch immer ein paar Zentimeter größer. Ja. Aber wenn man so 1,78 ist und da steht 2 Meter, ist das schon ein bisschen auffällig. Ach, sind Sie kleiner als 1,78? Ja. Ja, ja. Okay, gut. Und der Führerschein, sehr gut. Sie haben schon einen Führerschein, dann müssten Sie ja keinen machen. Das ist schon mal gut. Okay, was haben Sie bisher gearbeitet? Bisher ist Abitur erfolgreich abgeschlossen und ein bisschen als Schneider nebenbei tätig gewesen. Okay. Warum möchten Sie Polizist werden? Ja, ich bin seit einer Woche hier in der Stadt und mir wurde jetzt in der Zeit häufiger eine Waffe vors Gesicht gehalten. Ja. Als ich als Schneider tätig war, vor allem vormittags. Und diesen Missstand würde ich halt gerne beheben und auch zu dieser Zeit für Sicherheit in der Stadt sorgen. Sehr gut. Ich habe genau das Gleiche gesagt damals. Ah ja. Okay. Ja, das war's schon, Herr Sancho, oder was? Nein, das war's noch lange nicht. Ich dachte schon. Ich habe jetzt noch ein komplettes Fragenrepertoire vorbereitet. Ja, jetzt ist so die Frage, womit wir anfangen.
Und die Struktur, die grobe Struktur können Sie zum Beispiel geben, wenn Sie möchten. Ich beispielsweise fange meistens an, motivationstechnisch, das haben Sie ja aber jetzt gerade schon gemacht, eben warum richtig man die Polizei möchte, was man vorher gemacht hat. Mhm. Berufliche Interessen, da gehe ich eher so ein bisschen mehr auf die Schulzeit ein, das heißt, wie war damals das Verhältnis zu Lehrern und Mitschülern, was waren die Lieblingsfächer, welche Fächer waren nicht so, welche Fächer wurden nicht so gemocht, wie war allgemein beispielsweise auch Praktika, Ferienjob, Nebenjob, Minijob, was auch immer. Dann gehe ich weiter zur Persönlichkeit. Dabei okay, dann mal da einmal kurz Pause. Beantworten Sie bitte all diese Fragen. Ja, dann bitte noch einmal wiederholen. Lieblingsfächer in der Schule? Sport und Mathe. Okay. Mathe. Ja. Mathe. Gut. Verhältnis zu den Lehrern. Das war jetzt nicht negativ geprägt, also kann ich eigentlich nicht großartig zu sagen. Ich habe mich halt mit allen gut verstanden. Okay. Okay. Mit Ihren Mitschülern, wie sah es da aus? Mit den meisten habe ich mich sehr gut verstanden. Es gab ein paar, mit denen versteht man sich nicht so gut, aber es sind auch dann eher so Leute, die wollen sich auch nicht mit anderen verstehen. Die grenzen sich dann selber aus und dann, ja. Mhm. 12 mal 12. 144. Korrekt. Polizeiliches Führungszeugnis haben Sie mitgebracht? Braucht man hier nicht. Nein, aber das können Sie ja bestimmt im System brauchen machen. Brauchen wir nicht. Korrekt. Wie ist denn der Name? Scott Green. Ich kann Ihnen auch nochmal den Ausweis zeigen. Wie? Scott? Scott? Green. Ja, Green okay, brauchen wir nicht weiter zu schauen. Weiße Wäsche. Mhm, sehr gut, sehr gut. Ja, du wirst das treue Bürger. Natürlich. Herr Queen, Sie sagen ja, Mathe war eines Ihrer Lieblingsfächer und Sport. Ja. Was hatten Sie denn da für Noten? Ja, Sport 1 und Mathe 2 plus. Mhm. Warum nur eine 2 plus? Ja, ich habe das Fach zwar gemocht, aber ich war auch nicht unbedingt der Beste in dem Fach, von daher... Funkcheck positiv. Vor allem mündlich war ich nicht mehr so aktiv in dem Fach. Hat noch jemand da, der noch einen Schreibfeiner bekommen? Mhm. Okay. So richtig überzeugt mich das Ganze noch nicht. Wir haben so viele Bewerber hier. Warum genau Sie? Ja, also tagsüber sehe ich halt kaum Polizeipräsenz in der Stadt. Und wenn ich da mal hier vorbeikomme, im Präsidium ist eigentlich auch niemand da. Und deshalb wäre es halt schon sinnvoll, auch mal Leute einzustellen, die halt auch mal die Mittagsschicht übernehmen und nicht immer nur abends. Und weil auch mittags sind die Verbrecher unterwegs und überfallen die armen Schneider zum Beispiel. Und deswegen sollte man da vielleicht mal vermehrt drauf achten von Seiten der Polizei. Gut. Okay, das heißt, Sie würden die Mittagsschicht dann immer übernehmen, oder wie? Zum Beispiel, ja. Das klingt doch ganz gut. Haben Sie irgendwie mal, haben Sie mal Praktika absolviert in der Schule oder Ferien, Nebenjobs, Minijobs? Auch in so einer Kartonagenfabrik habe ich mal gearbeitet, ein paar Wochen lang. Ansonsten Zeitung ausgetragen und sowas. Okay. Haben Sie sich auch irgendwo mal ehrenamtlich engagiert, wie beispielsweise bei der Bundeswehr FEDL oder FSJ beim Roten Kreuz? Im Seniorenheim habe ich mal eine Woche ausgeholfen, aber das war's. Ich suche noch jemanden, Streifenpanner kommen. Im Seniorenheim, okay. Okay. Damit haben wir erstmal alles. Ja, ich würde gerne noch eine Sache wissen, und zwar... Okay. Erzählen Sie mal bitte, was ist Ihre größte Stärke und Ihre größten 2 Schwächen? Also Stärken würde ich sagen, meine Entschlossenheit und mein Ehrgeiz. Okay. Und bei Schwächen würde ich sagen, mein Orientierungssinn teilweise. Und dass ich mir manchmal zu viel auf einmal vornehme. Und das ist dann manchmal kontraproduktiv. Gute Antwort. Danke. Streife 5 von Sama kommen. Ja, Okay, wir ziehen uns jetzt beratend zurück und werden Sie dann kontaktieren. Tatsächlich noch eine Frage. Ja, bitte. Okay, eine Frage noch. Und zwar, was würden Sie jetzt machen, wenn ich ihn heute absage? Beziehungsweise der Herr Sancho und ich ihn heute absage. Dann würde ich wahrscheinlich in einer Woche nochmal. Okay. Herr Sancho, ich ziehe uns ganz kurz zurück. Sie können kurz hier bitte warten. Ja, Herr Sancho.
Was sagen Sie? Also ich hätte nichts gegen ihn. Der sind kompetent. Ich find's nicht schlecht. Ich denke mal, sowas können wir hier gebrauchen. Also es gab schon deutlich schlimmere Bewerber. Wer übernimmt die Ausbildung? Wer leitet die Ausbildung? Ich bin einer der Ausbilder und ich bin aktuell der, der eigentlich die meisten Ausbildungen macht, neben Frau Loris. Okay. Morgen werde ich zum Polizeimeister befördert, richtig? Also ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich dazu gar nicht die Befugnis habe, Sie zu befördern. Also okay. Das macht die Präsidentschaft, das entscheiden die. Aber ich gehe stark davon aus, weil Sie jetzt auch schon relativ lange dabei sind, natürlich auch guten Dienst machen deswegen und sich auch benehmen. Sehr gut. Ne? Also mir sind Sie jetzt noch nicht aufgefallen tatsächlich. Mir auch nicht, ja. Aber ich denke, dass Sie dann schon zum Polizeimeister befördert werden. Okay, dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Mir wurde vorgestern, wurde ich bedroht von 4 Kriminellen und ich sollte meine Maschinenpistole geben. Seitdem habe ich nur noch eine Handfeuerwaffe. Vorgestern, ja, es ist schon länger her. Melden Sie das erst heute? Ich habe das vorgestern schon gemeldet gehabt, aber da konnte sich keiner drum kümmern. Wem haben Sie das gemeldet? Ich meine den Herrn Stahl. Dem Herrn Stahl? Ja. Warum melden Sie das dem Herrn Stahl und nicht einem der Polizeipräsidenten? Er hat mich irgendwie danach gefragt. Der hatte Sie danach gefragt? Ja. Mhm. Er ist dann noch mit, Markus Adams war auch dabei. Herr Adams war auch dabei. Herr Adams war vorgestern gar nicht im Dienst. Der hat Urlaub. Oh, wer war das dann? Auf jeden Fall ein sehr ranghoher Offizier, aber es gab gerade keine Zeit, weil es einen Bankraubüberfall gab. Mhm. Moin, die Herren. Guten Tag. Moin. Winterli. Hallo. Alles Roger? Ja, ja. Was wird mir vorgeworfen? Okay. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und Herr Sancho, kommen Sie mit, Sie dürfen dann. Und eine miese Frisur. Okay, wir gehen weiter. Die positive Nachricht. Ja, Sie ein. Genau, wir nehmen ein den Polizist jetzt, kann ja. Schon mal mit runter zu erzählen. So, gute Neuigkeiten. Okay. Angenommen. Herr Feldwebel. So, sehr gut. Wollen Sie auch mit runterkommen? Ja. Dann, gut, der Kollege übernimmt von hier an. Glückwunsch und schönen Tag. Ja, vielen Dank, Herr Sancho. Gerne. Summer und Ethan, kommen. So, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Hallo? Sir? Ich glaube, der ist kopflos. Ach, das ist ein Mechaniker? Ja. Okay. Tschüss. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Willst du mit dem weggehen? Meinen Sie den Polizisten? Richtig. Nein, der Polizist bleibt nicht hier. Ja. So, von hier an übernehme ich. Na Moment, der Generalleutnant wollte selber noch zum PD kommen und das klären. Ach so, Generalleutnant, okay, dann doch nicht, Entschuldigung. Hallo. Alles gut, kein Problem. Nein. Wir übergeben den dann, sobald wir den Befehl bekommen. Ich glaube, der General... Weißt du, Montana, ein Häftling in der Zelle 3 will nicht sprechen. Warte da nochmal kurz. Ein Vorgesetzter für Montana Anwärter rein in der Zelle 3 wird sich meine Vorgesetzte melden. Sommer für Werner kommen. Ja, Sommer hört. Test, hallo? Wo kriege ich die Waffen her? Entschuldigung. Wo kriege ich die Waffen her? Hallo? Wie lautet Ihr Name? Ich bin der Herr Ober. Gut, bitte weiterfahren. Danke. Moin. Moin. Kann man denn an so eine Karre?
Ja, man verdient ganz gut bei der Polizei. Das ist aber schon ordentlich, was die da auf umfahren, ne? Ja, richtig. Sommer für Bernau kommen. Sommer hört. Wir sitzen im Fahrzeug, sind bereit für Abfahrt. Wo sind Sie? Die beschlagnahmenden Waffen müssen wir anlagern. Alles klar, kommen Sie denn hoch zum oben beim PD, wir holen Sie ab. Guten Tag, Herr Sancho. Guten Tag. Danke, Sancho. Ein Streifenplatz noch frei. Herr Montana. Sie, Herr Sommer. Ja, fahren wir jetzt auf Streifen. Das ist unser Wagen, Herr Sancho. Wenn Sie wollen, können Sie uns anschließen, ne? Ja, angeschlossen. Aber jetzt sind wir zu viert. Ja. Das geht nicht, wir dürfen maximal drei auf Streifen fahren. Ja, dann, Warum? Dann wollen Sie mitfahren, Herr Sommer? Ja, ich habe mich doch schon eingetragen. Ich habe doch schon gefragt über Funk, ob ich mitfahren kann. Anschneiden, bitte. Herr Sancho, der Herr hat sich eigentlich angetragen, ne? Vierer Streife wurde angefordert von Herrn Weiß. Ich glaube nicht. Nee, das weil wir müssen ja... Zwei Zweierstreifen, ja. War der Befehl. Herr Sancho, dann fahren Sie mit den Herrn Sommer, oder? Dann tragen Sie sich bei Streife 8 ein. Nee. Okay. Oder Sie, oder wer, wie, was ist denn los, Mann? Sehr gut, jetzt haben wir es. Verstehe. Herr Sancho, tragen Sie sich beim VPS bitte ein bei uns, oder? Ja. Glaube ich, wollte selber gucken, wie sind wir. Berno und Sommer, wir ja. Stehen, wenn Sie aus dem PD rauskommen. Kommen Sie auf Streife? Wir sind schon auf Streife zu zweit. Okay. Sancho, sehr schön, vielen Dank. Streife. Guten Dienst, Streife 5. Und sind Sie erfolgreich gewesen in der Ermittlung? Ich hab dann doch was anderes gemacht. Verstehe, was heißt denn was anderes? Sancho und Zentrale, Streife 5 fährt aus. Bitte den Wagen hier weg. Dem gehört der Wagen, der Van. Ich fahre den eben weg, Mann. Verdammte Scheiße hier, Mann. Wir fahren ja immer nur Autos weg. Sommer an Bernhausen. Ah ja. Da sind sie. Streife 8, einer ist bereit. Streife 2, ja, leider. Streife 5 an Streife 8, wo fahren Sie lang? Gut, keine Antwort. Ah, das war noch gelb. Ja, das auch. Am meisten passiert immer bei der Staatsbank. Wissen Sie, wo die ist? Sehe ich, war gleich da. Oh, nice. Gut, dass Sie sich so gut auskennen. Ja, wir haben ja erst vor 10 Minuten darüber geredet, dass Sie Ihre Streife gerne da fahren. Ja, stimmt, so lange ist das nicht her. Gucken wir mal links, rechts. Ah, das hat keiner gesehen. Oh, ist grün. Das ja, das ist noch besser. Also wir müssen das echt ändern hier langsam, weil wir Polizisten haben viel zu wenig zu sagen hier, finde ich, ja. Korrekt. Sehen Sie das? Wir gehen total unter. Sobald wir in eine Gang reingeraten, werden wir einfach niedergeschossen. Also ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal sowas erlebt haben, aber letztens bin ich Streife gefahren mit einem Herrn. Ich will jetzt keine Namen sagen, aber ja. Der hat den Gangmitglied gefragt, ob er ihn untersuchen darf oder ob es sonst Probleme gibt. Also ich meine, wo sind wir denn hier? Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier ist gute Streife. Wollen wir das einmal das linke Auto hinter uns, das weiße Auto, einmal Fahrzeugkontrolle? Sitzt da wer drinne? Hallo? Einmal bitte aussteigen auf den Fußgängerweg, bitte. Valentino für Payne kommen. Wenn da keiner drinne ist, müssen wir das Auto. Oh, verdammt.
Einmal ganz kurz. Hallo? Bitte steigen Sie einmal vor das Fahrzeug. Weißt du, wenn da kommt? Höre. Hallo? Ich bräuchte Sie einmal ganz kurz im PD. Hier müsste noch ein Kollege eingestellt werden. Hallo, bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Sorry. Steigen Sie sofort aus dem Fahrzeug. Moment, irgendwie. Ja, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Manolo Montana, das ist mein Kollege Max Sancho. Wir würden gerne einmal eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis und Führerschein. Wie ist Ihr Name? Sancho Bertes. Was machen Sie hier im Halteverbot? Ich hatte gerade wichtige Sachen zu tun. Ah, wichtiger als das Gesetz hier, oder wie? Sie hatten das Handy draußen am Steuer und Ihr Motor war noch angelassen. Und sehen Sie das Schild dort? Ja. Können Sie das bitte einmal lesen? Oh, ja, das, Was steht da? Lesen Sie es bitte einmal vor. Sie sollen das bitte einmal vorlesen. Ja, ich kann nicht so gut Englisch. Ja, Sie können das doch trotzdem vorlesen. Sie sollen mir das nicht, Aufsatz darüber schreiben, ne? Ja, man soll hier nicht parken, weil das hier, richtiger... Und Sie haben hier sehr lange geparkt. Das macht dann einmal... 5.000 Euro in bar. In bar? Ja. Ich hab den doch gegeben. Nee, ich habe keinen. Haben Sie den bekommen? Nee, ich habe keinen bekommen. Bar, bitte. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen hier, oder was? Nein. Ich habe keinen Ausweis gesehen. Haben Sie den jetzt? Gib das einmal. Ah, keine Fahndung offen. Gehören Sie einer Gang an? Nein. Gut, wir auch nicht. Einmal Ihr Führerschein noch, Herr Bertes. Ja, gerne. Das macht dann 5.000 Euro und 20 Euro Bearbeitungsgebühr. Bearbeitungsgebühr? Also 5.020. Was ist das denn für eine Verarsche? Naja, Handy am Steuer, Halteverbot und blockiert. Ja, ich hatte mein Handy nicht mal draußen. Tja, ich sag schon. Wen glaubt man eher? Ja, mir hoffentlich. Ja, falsch, ich bin Polizist, das ist hier völlig willkürlich. Ich nehme Sie gleich mit wegen Beamtenbeleidigung. Ah nein, ich habe Sie nicht beleidigt, entschuldigen Sie doch bitte. Na, ich habe ja einen Zeugen dabei. Schon mal dem Herren, das stimmt alles. Soll ich Ihnen doch die 5.000 geben? Ja. Sir, Sie geben mir jetzt erstmal Ihren Führerschein. Den habe ich Ihnen doch gerade gegeben. Nein, Sie haben mir einen Ausweis gegeben. Haben Sie etwa keinen Führerschein? Das wird teuer. Doch. Ich melde das der Zentrale, ich muss das Auto mitnehmen. Lassen Sie einen Moment kurz, wir müssen das kurz... Haben Sie haben keine Lizenzen... der Herr fährt ohne Führerschein, ne? Na, ohne Führerschein. Herr Sancho. Ohne Führerschein, Sie wissen, was das heißt. Nehmen wir das bar oder gibt's ein Bußgeld, was sagen Sie? Ja, lieber bar. Erstmal feuern wir die Leuchtfeuer, keinen Führerschein dabei, Pistole ab. Dann müssen wir mal zur Bank. Ja, danke. Sehen Sie das? Jetzt weiß die ganze Stadt, dass Sie keinen Führerschein haben. Das gibt dann einmal ein Bußgeld. Also wenn Sie nicht zahlen können, was haben Sie denn dabei? Also 5.000, das ist schon sehr viel. Nein, das ist 50.000. Wow, da 50.000. Ja, richtig. Jetzt weiß es wohl wirklich jeder. 50.000. Was haben Sie denn oder das Auto. Wo dabei? Ich habe 10.000 dabei und 80.000 auf der Bank. Nein, das gut, reicht nicht. Das reicht nicht. Dann müssen wir erstmal Ihr Auto mitnehmen. Sie können das dann beim ADAC wieder abholen. Das Bußgeld kriegen Sie trotzdem natürlich. Einen Moment. Richtig. Mein Gott, habe ich einen guten Riecher. Zum Glück habe ich gesagt, wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle hier mit dem Fahrzeug. Da haben wir genau den richtigen erwischt. Sie. So, einmal fahren ohne Fahrerlaubnis. Und Sie haben jetzt kein Geld dabei? Nein, der Herr hat nur 10.000. Das ist nichts. Sie fahren ein scheiß AMG und haben 10.000 auf der Tasche, ne? Ja, das ist natürlich... Ist das Ihr AMG? Natürlich. Check. Ja, das habe ich schon gecheckt, Sancho, das ist einer. Check. Okay. Ich habe irgendwie die Rechnung nicht bekommen. Also es stand... Ja, dann kriegen Sie bestimmt hier von der Rechnung. Ich kann nicht bezahlen. Dürfen wir einmal in den Kofferraum gucken? Gerne doch, Sancho, schauen Sie mal in den Kofferraum, ne? Ich schaue einmal im Kofferraum nach. Ich kann die Rechnung irgendwie nicht bezahlen. Ah, Kofferraum geht nicht auf. Wo ist der Knopf? Soll ich Ihnen helfen, Sancho? Ich krieg den scheiß Kofferraum nicht auf.
Einmal bitte den öffnen Sie bitte einmal den Kofferraum. Sicher. Ich gucke gerade. Der Kofferraum klemmt hier hinten. Warndreieck, Warnwestverbandsgasse, ne? Sie haben auch nicht dabei. Oh, doch, die sind drinnen, die sind drinnen. Ja, die hat er dabei, aber kein Bargeld. Und kein Führerschein. Mhm. Ich kann Ihnen ja noch Ihre 5000 geben, wenn Sie möchten. Plus extra Strafgeld, weil das Rücklicht kaputt ist. Das haben Sie gerade kaputt gemacht. Nee, Entschuldigung, das war schon kaputt. Habe ich. Gut, richtige Antwort. Dann erstmal die 10.000 Euro bitte erstmal den Kollegen. 10.000 Euro jetzt? Ja, erstmal, das ist alles, was Sie dabei haben. 10.000. Nee, 10.000 Euro werden mitgenommen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Montana. Okay. Entfernen Sie sich bitte hier von. Ich muss kurz mit einem von euch reden, wenn es geht mit Ihnen hier. Ja, gehen Sie mal eben kurz weg. Wir machen das fertig, dann kommen wir zu Ihnen, ne? Okay. Ich habe leider nur 9.784. Das geben Sie bitte den Kollegen und Ihr Fahrzeug wird trotzdem erstmal mitgenommen. Wie? Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn hin? Na, das ist. Ich habe leider kein Haus. Das Fahrzeug ist alles, was ich habe. Lass ja, richtig. Und das ist jetzt. Nein. Beschlagnahmt. Das können Sie sich bei der Polizei wieder abholen. Bitte nicht. Es tut mir leid. Wie soll also, ich das denn abholen? Dann überweisen Sie noch die 70.000 Bußgeld. Das habe ich schon getan. 70.000? An Ihren Kollegen, ja. 70? Ja. Ja, 70.000. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie können auch gerne Ihren Kollegen fragen, der jetzt gerade abgehauen ist. Okay, ich fahre einmal nach vorne. Passt das? Passt das hier? Passt das? Nee, das passt nicht. Da ist noch ein bisschen 2 cm. Passt das hier? Er kommt schon wieder. Passt das? Ja. Ja. Passt nicht. Entfernen Sie sich bitte einmal, der BMW. Ja, wir müssen das Fahrzeug dann einfach fahrunfähig machen, ne, Sancho? Ja. Oh, nee. Okay, ich glaube, das reicht, ne? Ja. Perfekt, danke. Perfekte Maßnahme, wenn man einfach auch mal am Halteverbot steht. Sie, er hat ja keinen Führerschein, wir können nicht. Und kein Führerschein, was lernt man daraus? Ich muss jetzt noch einen Führerschein machen. Richtig. Sie. Oh, das sind dann 5 Kilometer da lang zu Fuß, aber bitte, zur Führerscheinstelle. Ja, ja, natürlich. Okay, Sancho, wir ziehen ab. Schönen Tag. Tschüss, haben Sie das Geld bekommen? Sie, bitte. Wie viel? Auf, okay. Mir gefällt Ihre Methode. Naja, wir kriegen ja ständig die Meldung, die Firma, für die Sie arbeiten, kann Sie momentan nicht auszahlen, da gibt es einfach kein Gehalt. Sie. Muss man halt gucken, wie man's bekommt, wenn man für Recht und Ordnung sorgt. Ich muss eben einmal aussteigen, Junge. Hab noch den anderen Hinterreifen kaputt gemacht. Sie müssen einmal bitte aussteigen, ne? Ja? Sie. Kriegen Sie das hin? Ja, ich hab's geschafft. So, was machen Sie hier? Ich warte auf meinen Kollegen, bis er mich abholt. Hat der einen Führerschein? Ja, natürlich. Ist das der Kollege? Nein. Hallo, wie ist Ihr Name? Officer. Ja? Nein, das ist er nicht. Der war gerade da vorne in der Sabank. Ich habe doch keinen Kollegen mit einem Fahrrad, der ist ja nicht arm. Ich bin ja, das stimmt. Obdachlosen Freund. Das wäre echt ein mieser Kollege. Was ist denn mit dem Fahrzeug los, Mann? Das war gut. War das nicht gewollt? Doch, sehr benötigt, natürlich war das gut. Sehr stark. Okay, das war schon mal eine gute Verkehrskontrolle. Sie ist sehr gut. Mir gefallen Ihre Methoden, die kenne ich aus Kuba. Mhm, ja. Ja, sind halt effektiv. Ja, das bleibt natürlich unter uns, ja. Selbstverständlich. Das darf auf gar keinen Fall rauskommen. Mhm. Ich sag nichts. Ich würde sagen, wir schauen einmal im Casino, machen wir einen Rundgang. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe noch ein Glückslos, so wie der Zufall es will. Oh, sehr schön. Also ich hoffe nicht, dass ich Jackpot gewinne. Ja. Das wäre jetzt blöd.
machen wir einen Rundgang, ja? Hier läuft so voll die 2010er-Mucke. Wie kann man das ausmachen? Wie kann man die Musik ausmachen? Gar nicht, aber wir sind so schnell wieder raus. Ich will nur mein scheiß Glücksticket machen, Mann. Okay, habe ich auch ein Glücksticket? Das müssen Sie an meinem Automaten spielen. Sind Sie spielsüchtig? Nö. Ja, dann sind die Karten schlecht, glaube ich. Du benötigst ein Glücksticket, um das Rad zu betätigen. Dann drehen wir mal und es sind... Sebato, 100.000 Euro, Mann! Das ist aber ein Einsatz hier. Ja, da muss dein Frappé im Shop nochmal nachkaufen. Und wo gibst du ein Ticket her? Hallo? Over. Das müssen sie erspielen bei den Automaten, aber ah, okay. Das machen wir außer Dienst, ne? Let's go. Ich wiederhole, Joker für 20. Ich bin gleich wieder da. Alle Einheiten sammeln sich bitte einmal am PD. Wir werden jetzt einmal gemeinsam die Bundeswehrdienststelle anfahren. Hallo, was machen Sie hier? Alle Einheiten. Ich warte auf meinen Kollegen. Fast mit dem Werbegespräch fertig, dann kommen wir sofort. Die Schüsse waren von der Bundeswehr abgefeuert worden. Alle Einsätze, alle Verkehrskontrollen einmal vorzeitig abbrechen und Herz kommt zum PD. Scheiße, wo ist das PD jetzt schon wieder hin? Die sind noch schwierig. Ich bin wieder da. Okay. Wieso stehen wir auf der Straße? Wir müssen zurück zum PD. Warum? Wurde angesagt? Ja, wurde angesagt. Alle zurückmelden. Es wird irgendwas, die Bundeswehr und die Polizei tun sich jetzt zusammen für irgendwas. Verstehe. Dann fahren wir zurück. Jede Einheit stehen haben. Oh, wir müssen. Ja, guck, das ist schnell. Wir können da die Sirene ausmachen, ne, bevor Ärger gibt. Ja, korrekt. Oha. Dann haben Sie noch alle. Hallo, steigen Sie bitte aus. Fahren Sie rechts ran! Fahren Sie rechts ran! Nicht einfach auf der Kreuzung aussteigen! Sie haben nur gesagt, wir sollen aussteigen. Also, wir machen das, was ich sage. Hallo, Bruder, alles gut? Ja, alles gut. Hier lang bitte. Das machen wir noch, was? Sag schon. Ja, das müssen wir noch machen. Oh, nochmal angefahren, zwei Strafen. Wir haben gar nichts angefahren. Ich hab hier was mit den Augen. So, Führerschein und Personalausweis bitte. Ja, klar, Moment. Kann nicht sein, nur weil sie hier falsch. Also, nee. Was zuerst? Die sind viel zu schnell gefahren. Die hatten noch ganz schön starke Kopfschmerzen. Entschuldigung. Du kannst mal die Kamera ein bisschen weggehen, das wäre ganz nett. Wir sind in 10 Sekunden da. So. Wir könnten das Ganze beschleunigen. 5000 Bar. Könnt ihr mal weiterfahren? Wie teuer ist denn das? Ludwig, hast du gerade 5000 Bar auf? 5000 Bar bitte. Hast du
5000 Bar. Ansonsten wird das Ganze sehr teuer. Dann macht einer und der andere macht die Vierer, alles klar? Ja. Herr Sancho, ja. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Bitte fahren Sie schnell los, sonst müssen wir Ihr Auto einkassieren. Schnell bitte. Alles klar, ja, alles klar. Alles gut, Sanchi? Ich mal kurz zwischengrätschen. Officer? Nein, dürfen Sie nicht. Wir haben was. Sind Sie interessiert an einem, wie viel ist Ihr Outfit wert, bitte? Nein, gibt es nicht, Mann. Tja. Sancho, Sie können ihn doch nicht einfach umfahren. Sie können doch nicht einfach diesen Mann umfahren. Naja, er hat uns mit der Kamera bedroht. Bedroht? Was für bedroht? Rufen Sie bitte den Krankenwagen, wir müssen zurück zur Zentrale. Verdammt, Sie können doch nicht, wenn andere dabei sind, so eine Scheiße machen. Ja, stimmt. Das dürfen wir nur machen, wenn keiner da ist. Hallo? Ah, ist auch geil geparkt hier. Hallo, was soll denn das hier? Hallo? Was ist jetzt? Herr Sancho, was machen Sie da? Hallo, was macht der Mann auf dem Parkplatz? Haben Sie Lack gesoffen? So, und einmal aussteigen. Ja, sofort. Auch noch. Sofort aussteigen. Ich muss einmal einparken, bitte. Ja. Treten Sie bitte vom Auto zurück. Wollt ihr mich verarschen? Das ist sofortige Truppenmobilisierung. Los. Aus! Einmal bitte weg von der Tür. Weg von der Tür. Ich pack einmal ein. Wenn Sie sofort aussteigen, sorge ich dafür, dass es hier relaxed ist. Einmal bitte vom Fahrzeug wegtreten, bitte. Ja, wir haben genug Fahrzeuge. Ich bin im Dorf. Sonderwege rechts freigegeben. So. Ja, das wiederholen ist wirklich. Sonderwege rechts freigegeben. Somit. Ist auf dem Weg. Mann. So, welcher Idiot hat sich jetzt hier bei mir vors Auto geschmissen? Vorsichtig, was Sie sagen. Gleich sind wir saufen draußen, wenn es endlich wieder rausgeht. Hören Sie mich? Ja. Gut. Erstens, wenn ich mehrfach sage, Sie sollen aussteigen, dann steigen Sie aus. Zweitens. Idiot ist nicht. Er stand da, er hatte die Berechnung zu stehen, wir stehen dort da hinten besetzt. Blaulicht, wie Sie sehen. Dann haben Sie kurz zu warten und Zweifel zu laufen. Warum funke ich denn jetzt? Haben Sie mich verstanden? Habe verstanden. Und Sie haben den Kollegen links von mir angefahren. Vielleicht klären Sie die restliche Sache unter sich, ansonsten muss ich irgendwas einschalten, was ich nicht einschalten möchte. So, jetzt wollen wir alle nicht. Korrekt. Gut. Wie gesagt, sorry fürs Anschreien, aber wenn ich sage aussteigen, dann ist bitte aussteigen. Richtig. Aber wenn alle so parken, würden wir dieses Fahrzeug dort... Es ist momentan leider nicht anders möglich gewesen, weil wir, als wir angekommen sind, vor mir 15.000 Menschen standen. Okay. So, und jetzt bitte zügig, weil wir haben auch einen Einsatz. Korrekt. Herr Hort, ja. Das geht an Sie. Der Herr Sancho, wollen Sie mal stehen bleiben oder wollen Sie herkommen? Oder wo wollen Sie herkommen? So, was ist jetzt hier Sache? Was geht denn jetzt hier überhaupt ab? Rumgeistern? Was ist jetzt mit Ihnen? Treten Sie bitte vom Parkplatz runter. Was sollte denn die Nummer? Wieso sind Sie mir einfach vors Auto gesprungen? Wer parkt denn da? Da fahren schon wieder Kollegen gegen. Das gibt's doch nicht. Wer parkt denn in Hamm wie vor der Schranke? Die Bundeswehr steht über der Polizei, wissen Sie das? Aber doch nicht Inland. Die Bundeswehr agiert doch gar nicht Inland, außer bei Katastrophen. Polizei Blaubeeren, wissen Sie warum? Hä? Außen blau, innen matschig. Und es passt zu Ihnen. Sie können auch gerne von Ihrem Vorgesetzten erklären lassen, welchen Rang die Polizei gegenüber der Bundeswehr hier hat und wer wem gegenüber im Zweifel weisen soll. Ich werde das erst an meinen Vorgesetzten melden. Das können Sie gerne tun. Dann erklären Sie mir auch direkt, dass Sie einen Bundeswehr... Einmal bitte Dienstausweis und Namen bitte. Mit wem habe ich es hier zu tun? Nach Ihnen. Na, ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin Max Sancho. Ich habe hier meinen Ellbogen aufgeschirmt. Für die Zukunft, Sie öffnen Ihr Portemonnaie mit dem großen M drauf. Ja. Dann das Fach Optionen und dort können Sie sich dann austoben, was die Dokumente angeht. So, hier zum Beispiel Dienstausweis zeigen. Zack, sehen Sie den? Mhm. Das hat. Mein Name ist Rackenburgers und ich bin Generalleutnant. Schön die Bekanntschaft zu machen. Gucken, dass auch die anderen schön sind. Ja, aber gerade wissen. Bitte sehr, dann so machen die das. Herr Hort, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Okay. Arrivederci. So, in Zukunft. Ja, das ist richtig. Diese Option ist das Dümmste, was man machen kann, Kollegen zu überfahren.
Hä? What the fuck? Holy shit! Sancho und Zentrale, Funkcheck. Funkcheck. Ich bin irgendwo um nirgendwo aufgewacht. Bin ich denn hierher gekommen? Doppelfunkcheck. Funkcheck. Check. Hallo? Hallo? Fucked up. Hey, hier nochmals. Eine Einheit in der Nähe und könnte mich einsacken. Ich bin hier auf der Straße. Hallo? Funkcheck. Thomas und James benötigen ebenso Abholung. Funkcheck positiv, benötige Abholung. Krieg ich jetzt eine Karre? Fahrzeug beschlagnahmt. Mann, wo ist denn das jetzt immer? Hier? Ja. Ich war auf dem richtigen Weg, geil. Funkcheck! Gefährlich. Oh. So scheiß bremsen das Auto. Sancho und Zentrale, Funkcheck. Bitte komm. Hallo? Polizeikollege, soll ich Sie mitnehmen zum PD? Ja, so weit ist es nicht mehr. Die letzten paar Meter schaffe ich auch, aber vielen Dank trotzdem. Und dann müssen wir die ganzen restlichen mal einsammeln. Vielleicht ja. Meldest du dich mal im Funk und fragst, ob noch Leute Abholung brauchen. Funkcheck 123. Funkcheck positiv, vielen Dank. Funkcheck. Check.
ist jetzt im Krankenhaus, kann ich kommen. Check. Funkcheck. Check. Meldet sich wer? Kein Freiwilliger. Zimmermann, würden Sie das eben übernehmen? Oder so. Das ist nett. Zack, zack. Kammer, außerhalb des Gebäudes wird Kopfbedeckung getragen. Hier, der Mann hier. Ja, ich war schon. Ja. Aber wer fährt denn jetzt? Ja, der Ober. Ich kann auch fahren. Ganz vorne, ist schon einer. Ah, perfekt. Herr Sancho? Ja. Ihre Kopfbedeckung ist noch nicht wieder aktiv. Oh ja. Die fällt immer ab, wenn ich einen Autounfall hab. Guten Tag. Die Fahrradkorps. Ja, da sind sie. So, wir sind wieder da. Ui, haben ja schön vorbereitet hier. Wo stellen wir das denn hin? Ja, die Fahrräder hier erstmal in die Garage rein, ne? So. Herr Gomez ist wieder sehr sportlich unterwegs. So, Lagebericht bitte. Aufgewacht. Ja, so sieht das wieder vernünftig aus, Herr Sancho. So, Einsatzbericht bitte. Ja, ich bin bei mir zu Hause aufgewacht. Bei meinem Auto. Ich bin jetzt hierher gefahren. Wir sammeln uns erstmal, warten dann auf Frau Lürres oder Herrn Weiß, wie es jetzt weitergeht. Oder sollen wir, ja, ich denke mal nicht, dass wir direkt einfach zur BW fahren sollen. Wenn ich nicht gewusst hätte, wo. Das Fahrerfahren hat auch gut getan. Das ist auch mal ganz gut, hier auf dem Abend noch eine kleine Radtour. Sei am Syphilis Essen. Ich hab so ein Bauchkrankfell. Ja? Hast du was? Ich schau mal nach. Ich geb dir 70 Euro, aber ganz schnell bitte. Okay. Ja, ich hab was. Wer braucht Essen? Wie heißen Sie? Hanno Scott, hier. Hey, Officer. Hey, Officer. Hey, Officer. Sie dürfen nicht über diese Linie treten. Ja, da bin ich auch gar nicht über. Ich brauche Ihre Hilfe, da vorne liegt jemand. Okay. Oh, warum liegt der? Funkcheck. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Check. Hallo? Check. Hat er echt das Hundefutter gegessen und ist gestorben? Vergiftet, Herr Officer. Wieso hat er denn das Hundefutter gegessen? Das war ein Gag. Sie haben Mord begangen. Nee, ich habe dir nur Hundefutter in die Hand gedrückt. Sie haben ihn selber umgebracht. Der hat das Hundefutter doch nicht echt gegessen. Sie haben Mord begangen. Okay. Hallo? Oh, ja. Naja. Sie waren, Sie sind mein Zeuge. Dass sie Mord begangen haben? Der Mann auf dem Boden wollte unbedingt was zu essen haben. Ich hatte leider nichts und habe ihm eine Dose Hundefutter gegeben. Die hat er gegessen und ist tot umgefallen. Selbstmord. Durch Hundefutter. Aber warum geben Sie dem Mann denn Hundefutter? Ich hatte nichts dabei, was soll ich ihm geben? GPS-Sender? What the fuck? Das ist mir ein bisschen
Ich hab nichts gesehen, nichts gehört. Ja, ich hab auch nichts gesehen. Kollege, nee, bleiben Sie mal hier, Sie sind der einzige Zeuge, hallo? Hallo, bleiben Sie bitte hier? Ich hab nichts gemacht. Das ist jetzt Ihr Zuständigkeitsbereich. Ich hab nichts gemacht. Was? Sie, kommen Sie bitte her? Okay, scheiß auf den Typen. Die Brille erkenne ich ja schon von weitem. Ja, gut, wir gehen weiter. Was ist hier passiert, Mann? Ich habe mein Glücksticket wieder und mir wurden 100.000 abgezogen. Oh, das würde mir stinken. Verdammt, Mann. Okay, zurück zur Einsatzbesprechung. War das ein Traum vorhin oder was? Ich glaube ja. Ja, wunderbar. Dann seltsam. Kann ich Ihren Dienstausweis noch einmal sehen, bitte? Meinen Dienstausweis? Naja, von dem Kollegen hier. Ja, mit dem ich auf Streife war, vorhin. Ja, ich war nicht mit Ihnen auf Streife, aber Sie können meinen Dienstausweis trotzdem sehen. Okay, ich hab's verwechselt, ich meine ihn. Wozu wollen Sie den sehen? Na, nur aus Sicherheit. Ich weiß nicht, was das soll, aber Sie können den gerne sehen. Sie können auch meinen sehen. Ich verstehe, dann zeigen wir gleichzeitig auf drei, ja? Hat der hier eine Polizeiweste auf? Weil hier gibt's einige Leute, die sich in der Polizei einfach untermogeln, ohne wirklich bei der Polizei zu sein. Ja. Haben Sie meinen Ausweis? Ja, wer? Haben Sie den bekommen? Ja. Ja. Vielen Dank. Sind wir schon per Du? Oder sitzen wir uns noch? Ich meine, wir haben ja schon einige gemeinsame Abenteuer erlebt. Wir können uns gerne duzen, ne? Manolo heißt ich. Dann bin ich Max Sancho. Verstehe, Max Sancho. Gut. Dankeschön. Alles klar. Weitermachen. Hey. Auseinander. Hey. Ihren Dienstausweis einmal bitte. Dienstausweis, bitte sehen. Ja. Der macht euch nur Lumping. Herr Sancho, ich war sehr erschrocken über Ihre Aktion gestern Abend. Sobald ich hier mit im Polizeipräsidium drin sitze, haben Sie nicht das Recht, um 22.30 Uhr sofort in den Feierabend zu gehen. Haben Sie das verstanden? Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's richtig los. Anfrage abgelehnt. Oh, ja, gut. Herr Sancho, vergiss, dass ich das war. Ich wollte ein bisschen zeigen, was ich kann. Das ist gut. Okay, sehr gut. Gut. Gesagt, können Sie den Praktikanten was anderes anziehen holen? Der redet. Einmal die Hand heben, bitte. Ja, ich hebe. Hallo. Ich bin da. Ich hebe auch meine Hände. Ja. Wer jetzt seine Hände weiterhin hebt, kriegt von mir einen Headshot. So nämlich. Okay. Alles klar, Herr Toos. Grüße Sie, Herr Sancho. Schön, Sie sehr schön. Lange nicht mehr gesehen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber das lag nicht an mir, sondern an Ihnen. Ich habe so viel, ich habe so viele Dienststunden hier abgearbeitet. Dienststunden? Ja. Okay. Ich werde morgen befördert schon. Oh, was willst du? Du kennst den Herrn Sancho? Mhm. Ich habe ihn auch gerade kennengelernt. Er hat den Herrn Hort angefahren und dann unsere Autorität angezweifelt. Ui. Was? Leider falsch. Herr Hort ist mir einfach vors Auto gesprungen und danach durfte ich nicht parken. Ja, weil ich gesagt habe, eben aussteigen, damit wir das klären können. Gut. Herr Sancho, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie mit Zivilfahrzeugen alleine unterwegs sind im Dienst. Oh. Auch das ist falsch. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie nach 0 Uhr ein BMX-Battle am Stadtpark immer machen, Herr Sancho. Sie müssen mal Ihre Maske aufnehmen. Korrekt. Das klingt in meinem Gesicht. Wie war das nochmal mit Ihrer Beförderung? Herr Sancho, also da... Wer redet jetzt? Einmal bitte die Hände heben. Herr Sancho, wie geht's denn Ihren Führerschein? Den geht's prächtig. Ich hoffe, das wird dann auch in Zukunft so sein. Auf jeden Fall. Was ist heute Abend der Plan? Präsenz. Jetzt fahren wir gleich erstmal zur Dienststelle. Können Sie mir kurz eine reinhauen? Wieso? Bitte. Wo sind Sie? Muss irgendwie mitgenommen werden, weil mein Auto ist futsch. Ja, gerne. Hey! Herr Sancho? Ja. Sie haben mir eine Frage gestellt, ich habe Ihre Frage beantwortet. Ah ja, perfekt. Okay. Wir fahren gleich zur Bundesverdienststelle. Okay.
weil die laut Angaben von Blatz umzingelt wurde. Uff. Okay. Feed. Rührt euch, die salutieren. Weiß man, was der Grund ist, dass die Blatz da irgendwie Stellung halten? Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Okay. Also heute gab's tatsächlich schon mehrmals Stress mit dem Blatz. Zwischen der Polizei und dem Blatz. Ach wirklich? Mhm. Mehrere Schießereien. Soll ich mal fragen, was warum die da stehen? Ich ja, Herr Sancho, dann reicht das ja, wenn sie da alleine anfahren, oder? Ja. Ich wurde ja schon in diversen Einsätzen angeschossen. Das ist quasi mein Ding. Nur in diversen, in jedem. Ja, und dann haben sie sich befördert. In jedem, ja. Ich war viermal dabei und wurde viermal angeschossen. Jeder braucht keinen Unverdacht. Oh Gott. So, wann fahren wir denn hier los? Ja, dann wenn einige das, Kollegen wählen noch. Dann, wenn das Kommando kommt. Von Frau Lörres. Mhm. Darum habe ich mich jetzt aber nicht angeloschen. Frau Lörres. Ja. Frau Lörres, wo ist Frau Lörres? Einmal die Hände heben. Meinen Sie, die mit dem Schatten, meinen Sie nicht, dass Herr Sancho nicht was für Sie ist? Nein, danke. Alles gut, nicht für Sie, Herr Sancho, aber... FF. Mhm. Hier, das ist mein Partner, Jafar. Das finde ich etwas, okay. Denunzierend für den Herrn Sancho. Das ist gut. Bist du denn heute ja, ready? Für ein bisschen wenn Action? Wenn dein Selbstwertgefühl dadurch heruntergeht, dann tut mir das leid, aber da kann ich da noch nichts für. Herr Sancho? Ja? Wenn Sie sich jemals über die Frau Lörres beschweren möchten, tun Sie das bitte bei mir. Okay, das mache ich. Frau Lörres? Ja? Hören Sie mich? Können wir eben kurz unter zwei Augen sprechen? Unter zwei Augen? Unter zwei Augen. Haben Sie nur ein Auge? Okay. Ja, ich mache ein Auge zu und Sie auch. Nee. Ja, kurze Frage. Mhm. Der Kollege, kann der so, ist das seine Dienstuniform? Das sieht mir eher nach Praktikanten aus. Ja, ich bin aber kein Praktikant mehr. Sie sind? Korrekt, der hat sein Bewerbungsgespräch mit mir wie ist denn Ihr Name? Pablo. Pablo Escobar, Pablo El Papo, Magnum Escobar. Genau, Jaffa. Das sind meine Namen, oder einfach Jaffa, ah, das ist auch Jaffa. Herr Winter hat noch bei mir den Test geschrieben. Genau. Ja, der hat ja auch bestanden. Ja. Ja. Das war ja eben die Idee. Mhm. Soll ich Volleres, das mit dem Herrn Jaffa jetzt machen? Wann geht das denn jetzt hier mal los? Man hört dich doch, oder? Ja, ich verprüfe. Gerade ist der Herr Kompost, der, was wir machen da? Einfach was. Und Herr Hort, oder sind die schon wieder abgedüst? Ja. Unser GPS gibt dazu tatsächlich gerade keine Auskunft. Ja. Nein, der Mast ist ausgeschaltet. Auch nicht. Na gut, hier ich versuche mal Kontakt einige. Zu denen aufzunehmen. Ja. Herr Winter, können Sie einmal kurz mitkommen, bitte? Ansonsten, wenn die beiden da sind, dann. Oder die drei da sind, dann geht's los. Ja. Wir dürfen nicht zu lange warten. Hallo, oh, Entschuldigung, hallo. Herr Burns. Ja, hallo. Dass man Sie nochmal sieht. Ja, ich bin nicht gestorben. Ich hatte es anders erwartet. Okay, gut, das war's schon wieder mit dem Arm. Schönen Abend noch den Herrn und den Herrn. Wenigstens haben Sie das richtige Oberteil. Genug ist, jetzt den aktiven Dienst beizutreten. Ja, habe ich gemeint. Der hatte, das war jetzt quasi Praxisausbildung mehr als genug und der war auch bereits Officer in Mexiko oder in Ägypten, ich weiß nicht mehr wo genau. Ägypten und in Amerika, ja. Los Angeles. Ja, und ich bin mir sicher, dass das ein sehr kompetenter Mitarbeiter wäre. Dann auf Ihre Verantwortung. Auf meine Verantwortung. Herr Weiß? Ja. Von mir aus. Okay. Das Ganze. Zwei Herren da vorne. Super. Die zwei Herren da vorne beschweren sich und zwar soll ein Polizist von Ihnen. Das Geld von einer Verkehrskontrolle bar die Hand genommen haben. Hat eine Strafe von 10.000 Euro wurde ausgestellt. Ja, und der ich glaube, wir müssen jetzt los. Die müssen jetzt warten. Hat er hier einen Namen gesagt? Wir müssen los. Jafar, steigen Sie ein. Na, ich habe einen bei ihm. Wir fahren zu dritt, ja? Ich habe jetzt gerade mit dem Herrn Weiß geklärt, dass Herr Jafar einen offiziellen Vertrag bekommt. Und Sie schnell ein Fahrzeug, bitte, schnell. Okay, alles klar. Wie ist Ihr Name? Von Charles, das ist der beste Mann hier von Pedin.
Wie heißt der? Gonzales. Das ist Gonzales. Gomez. Herr Gomez. Aiden Gomez. Hey, mein Name ist Max Sancho. Hallo, Herr Sancho. Wir fahren zu dritt. Schnell, die fahren los. Wir brauchen ein Auto. Moment, wir müssen warten, bis die Fahrzeuge da weg sind. Oh Mist, wir sind immer die Letzten. Nee, wir sind schnell genug. Wie bitte? Nein. Ja, hallo. Spreche ich dort mit... Richtig. Wie viele Polizisten? Ja, dann kommt... Ja, ich weiß nicht. Es kommen gerade so 45 Polizisten inklusive Bundeswehrsoldaten. Ja, Mensch, ist das halt so. Nein, ich glaube, eine Gang bedroht den Bundeswehr-Außenposten. Es ist gerade kein Polizist in der Stadt. Ach so, ja, alles klar. Die Platz, gut, hat die Bundeswehr auch einen Richtig, korrekt. Also wir dann vorbeifahren, alles klar. Ich sag Bescheid, dann machen wir erstmal da und dann machen wir hier. Wunderbar, vielen Dank. Ja, bis später. Bis später. Was machen die Kollegen da hinten noch? Stopp, stehen alle in der Schlange. So, ich habe kurz telefoniert. Ja, auf jeden Fall habe ich halt einfach mitbekommen, dass der Herr Sancho schon die letzten paar Tage die ganze Zeit im Dienst war. Und er hat seine Theorieausbildung bereits bestanden, die Prüfung auch bestanden, war 2 Stunden lang im Theorieunterricht. Und war die ganze Zeit im aktiven Dienst, also wieso sollte er nicht auch im Dienst dürfen? Jetzt habe ich auf meine eigene Gewähr ihm einen Vertrag verschafft. Sehr schön. Vielen Dank. Definitiv. Ich hoffe, Herr Jaffa. So, und jetzt wird ein Bundeswehr-Außenposten von 60 Gangmitgliedern belagert und umzingelt. Was? Was? Ja, das ist doch gerade der Einsatz. Und ich habe keine Pistolen oder so? Wie, du bist hier mit Hand oder was? Ja, du wolltest ich gebe dir gleich los. Eine MP. Ich gebe dir gleich eine MP. Wissen Sie, wo man die MPs herbekommt, falls man davon mehrere braucht? Gut. Herr Sancho, haben Sie irgendwie was vor? Nee, weil mir wurde vor 2 Tagen ein MP von einer kriminellen Bande abgenommen, leider. Oh, das ist schlecht. Und seitdem habe ich nur eine Pistole und ich bräuchte ein neues MP. Er hatte ich schon, ich habe mich schon mal Herrn Weiß gemeldet, aber das ist gerade irgendwie untergegangen. Ist auch schon 2 Tage her wieder. Jetzt hat irgendeine Gang da draußen meine Pistole, meine Maschinenpistole. Ja, was haben Sie jetzt noch für Waffen? Eine Handfeuerwaffe. Das ist schlecht. Dann müssen Sie beide jetzt unter sich klären, wer besser ist mit der Waffe und wer mehr Ausbildung damit hat. Ja, natürlich. Ich habe sehr viel Ausbildung. Sancho? Ja. Mhm. Wie viele Magazine hat ein MP? Wie viel Schuss ist in MP drin? 30. Scheiße, 25. Wie, was? Ich weiß es selber nicht, genau. Haben Sie keine Magazinerweiterung bekommen von der Zentrale? Ich habe noch 30 bekommen. Okay. Achso, ein bisschen aufgeklärt. Ich Idiot. Ja, danke. Was machen Sie da? Abschneiden, absitzen in 3, 2, 1 und auf. Achso. Ihr seid zu früh ausgestiegen. Ich abschließen und zu dem Bundeswehrkollegen drüben hingehen. Ich muss auflegen, ich bin im Großeinsatz. Ja, komm, passt die, Mosti? Wunderschön. Was ist denn hier gerade die Dienststelle? Freddy? Oh. Ich hab dir doch gesagt, dass du ein Gespräch wärst. Von uns singen wollen hier nichts. Wir standen hier auf der Straße, Bruder. Das macht auf jeden Fall einen Eindruck. Wird das jetzt ein 6-Augen-Gespräch oder ein offenes Gespräch mit der gesamten Polizei und der Bundeswehr? Ich frage mich gerade, warum teilt man mir mit oder übermittelt mir, dass die Platz hier mit, keine Ahnung, mehr wie 1-2 Dutzend Mitglieder die Dienststelle umstellt? Rückmeldung. Weil ich sie übers Handy nicht erreichen kann, Herr Toast. Deswegen umstellen Sie hier die Dienststelle? Ich frage Herr Freddy, ob das umstellt war. Oder ob wir da
Ich weiß gar nicht, wie das jetzt zum Umstell kommt. Also ich hab... Herr Sancho, hören Sie auf. Das sind Kommunikationsfehler auf Ihrer Seite, Herr Toast. Auf meiner nicht. Ich kann ja nur das verarbeiten, was ich vermittelt bekomme. Naja, easy, ich kann es ja auch so. Funkcheck. Machen, wenn Sie jetzt kein 6-Augen-Gespräch sind. Und sag jetzt darum. Wir sind mit meinem Vize letzte Woche zu Ihnen zugekommen. Ja. Mhm. Wir haben Nummern ausgetauscht. Weil wir einen Deal hatten, ich sag mal so, ja. Mhm. Und heute kriege ich mit, wie ADAC da 10 Autos von mir abschleppen. Von dem Platz. Weil wir eine Straßensperre aufgemacht haben. Weil wir einfach keine Lust mehr auf die Zivilisten haben, die meinen, auf Platz Grundstück zu gehen. Und sich aufführen wie bei euch am PD. Mhm. Und da verstehe ich nicht, wenn wir sagen, wir erledigen für sie die Drecksarbeit, sie melden sich bei uns. Da können sie sich auch ruhig öfter melden. Aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass ihre Abmachung war, dass sie ab und zu bei uns wegschauen. Und 10 Autos von uns abzuschleppen, ist meiner Meinung nach nicht die Haupt der Abmachung. Moment mal. Waren Sie in der Schule? Können Sie lesen? Was steht denn auf meiner Weste? Steht der ADAC oder Bundeswehr? Bundeswehr. Aber mir ja, was habe ich denn mit dem ADAC zu tun? Der ADAC wurde von der Bundeswehr beauftragt. Das wird mir von ADAC dann mitgeteilt, dass der Auftrag von der Bundeswehr kam, unsere Autos abzuschleppen. Warum sollten sich denn alle ADACler auf einmal mit einem LKW in meine Hut machen und meine Autos abschleppen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und die waren umzingelt und beschützt von der Bundeswehr, die sie mit Maske krass hinterhergefahren sind. Oder gibt es hier noch eine zweite Bundeswehr? Also Nachdenken war noch nie so ihre Stärke, oder? Holger! Wie soll ich denn jeden meiner Bundeswähler über Informationen informieren, wenn die Hälfte davon pennt? Ich meine, sie hatten doch jetzt eine Woche Zeit, oder nicht? Ich meine, meine Jungs, ich habe mal jedem meiner Jungs Bescheid gegeben, wie wir mit der Bundeswehr sind. Ja, aber sie sehen ja, was hier steht und was da steht. Wenn ich nur 5-6 Leute habe, dann geht das auch rucki-zucki. Dann ist das auch gar kein Problem. Dann kann ich sie auch voll und ganz nachvollziehen. Aber bei 30 Bundeswehrbeamten ist das schwierig. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt so. Zu spät. Dass die Vergangenheit ist. Und wir uns beide Seiten jetzt ab jetzt an die Abmachung halten. Ich habe meinen Jungs gut auch angeschissen. Wir wissen jetzt, wie das ist mit der Bundeswehr und wir mit der Polizei. Wir brauchen keine Scheiße mehr, die pissen nicht mehr in ihre Suppe und sie halten sich von unserer Suppe fern. Und wir bleiben bei der Abmachung. Also solange sie nicht übertreiben. Ist die Straßensperre übertrieben? Ich sag ihnen ja nur Bescheid. Ich denke, die Straßensperre ist das Mindeste, was wir tun, wenn da irgendwelche Leute auf mein Grundstück kommen. Weil ich da ein bisschen Kontrolle haben will. Weil ziemlich viel Chaos auch zurzeit in der Stadt herrscht. Ja, Mensch, übrigens nicht kurz. Halt mal eure Fresse hier im Funk! Also, sagen Sie das. Ja, können wir so machen. Ich meine, dann haben das hier die Größe der Polizei und der Bundeswehr jetzt mitbekommen. Ich habe da kein Problem mit. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch schönen Dienst. Großkleidung und Abholung. Sag das, bleiben Sie doch mal stehen. Machen Sie mal einen ruhigen und zitteln Sie denn so. Das ist ja meine Nummer. Natürlich. Dann wünsche ich Ihnen doch noch einen angenehmen Abend, angenehme Nacht. Gleichfalls. Ebenfalls. Bin ich gespannt, wie 5 Leute in ein Auto passen. Hat einen Kofferraum. Ahu! Ahu! Muss halt einen auf den Schoß setzen. Ahu! Leute. Mhm. Ich glaub denen kein Wort. Herr Toast, ich möchte dazu angemerkt haben, dass wir heute schon 2 Schießereien gegen die Platz hatten. Ich glaube, das war ein Ablenkungsmanöver. Ich glaube denen kein Wort. Die haben jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt hier so eine Mannstärke aufgefahren wird. Ui. Finde ich auch gut von uns, muss ich sagen. Habe ich was verpasst? Das macht einen Eindruck. Ich sag, die haben gerade was ausgeraubt. Eine Meldung, das hätten wir ja mitgekriegt.
Und ich frage mich, wenn sie doch irgendwelche Abmachungen gemacht haben, warum sie denn dann da so reinscheißen und meinen, sie sind jetzt unantastbar. Wir haben uns geeinigt, dass vielleicht mal oder so, wenn vielleicht mal über Rot gefahren wird, dass man da mal vielleicht drüber hinwegsieht. Ja, mein Gott. Aber irgendwelche Räube zu begehen, Leute umzubringen, wenn man dabei erwischt wird, dazu sind wir verpflichtet, unseren Job nachzugehen. Dafür verdienen wir unser Geld. Wenn wir das nicht tun, darf jeder Einzelne von uns zusehen, wie wir unsere Familie ernähren. Und uns selbst. Hat der Varazia ja gesagt? Also ich finde, da ist was faul. Hier sind mehrere von denen im Umfeld. Ja, das sind ja auch gerade mehrere Motoren, die einfach ganz gut heißen. Ja, also es war, hier waren ja ganz viele nicht da. Die Gruppe hat sich ja völlig aufgeteilt. Hier waren ja vorher locker noch 20 andere Platz, die hier standen. Also ich kann Ihnen auch sagen, die sind zu 100% schießbereit. Weg da oben. Mach dich weg da oben. Wir hatten heute, ich glaube, zwei oder dreimal haben die angefangen, irgendwie gegen uns zu schießen. Irgendwie, wir haben Hinweis bekommen, dass auf der Baustelle, dass die da irgendwie Waffen haben sollen. Dann gab es da ein bisschen Stress mit denen. Daraufhin kam dann halt eben eine Schießerei. Ja, dann beim Schneider, da war ich tatsächlich nicht dabei, aber dann gab es noch... Am Casino, da gab es noch eine große Schießerei, bestimmt mit 10 Leuten, 10 Stück von denen. Ja. Die haben. Jo. So verdient. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass die jetzt gerade hier irgendeinen Angriff geplant haben oder irgendeinen von uns hops nehmen wollten. Das habe ich im Gefühl. Ja, die haben aber nicht damit gerechnet, dass das wir so viele auch. Mann sind. Weil die merken, dass die Polizei nicht gerade. Inkompetent ist und dass die Polizei das haben die vorhin nicht erwartet. Wir waren mit 11 Mann und die waren, ich weiß gar nicht, wie viele die waren und vielleicht haben sie es dann gemerkt. Oh. Also man hat ja gesehen, derjenige, der sich ja gerade mit mir unterhalten hat, der hat ja massiven Kackstift in der Hose gehabt. Korrekt. Also die haben das hat hier so komisch damit gerufen. Gerechnet, dass wir so viele Polizisten und Bundeswehrbeamte jetzt hier. Also ich muss sagen, das ist ein sehr wilder Auftritt, den wir hier haben. Wie wär's mit einer Hausdurchsuchung derer Zentrale? Wir sind dann das öfter ja, tun, ne? In den, also Herr Toos, in den letzten Tagen sind, ich glaube, 20 neue Anwärter ausgebildet. Oder mehr. Ich weiß mehr. Ehrlich gesagt nicht mehr. 20, 30, 35, sowas in die Richtung. Ziemlich viele Blaubeeren. Auf jeden Fall Potenzial in den Männern. Potenzial. Auf jeden Fall. Wie hießen die denn früher, Herr Nord? Schnittlauch. Richtig. 6x6. Und warum? 36. 8x8. 64. 64. 3x9. 81. Wurzel aus 225. 15. Ja. Also ich bin jetzt gerade mal Spaß beiseite. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was die jetzt eventuell planen. Die haben das schon durchgezogen, Herrn Toos. Ich sag Ihnen das. Es ist schon passiert. Hausdurchsuchung. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die haben, dass die Polizei sich bestand, dass sie uns einzeln hochnehmen wollen. Das vermute ich auch, dass die jetzt als Racheakt planen, vereinzelte Streifen hops zu nehmen. Ich sollte denn jetzt mal gucken, vielleicht was hier los ist in der Stadt und nicht zusammenstecken hier, oder? Es würde keiner auf die Idee kommen, uns jetzt hier anzugreifen. Wir müssen hart durchgreifen. Das wäre Selbstmord für denjenigen. Das stimmt. Ja. Von daher, ich würde anordnen, auch seitens der Polizei, mindestens auch seitens der Bundeswehr, Dreierstreifen zu fahren. Zumindest jetzt erstmal für die nächsten 48 Stunden, um die Sicherheit der einzelnen Streifen zu erhöhen. Keine Zweierbesetzung, keine Einserbesetzung, mindestens 3 Mann, um eine Streife zu besetzen. Sollte eine Streife nicht mit 3 Mann besetzt werden können, weil keiner mehr verfügbar ist, haben die anderen in der Dienststelle zu verweilen. Oder im PD. Jawohl. Ihr müsst an eure eigene Sicherheit denken, denn man weiß nicht, zu was die Leute fähig sind. Wir müssten vom Schlimmsten ausgehen. Ist das so in eure Köpfe angekommen? Jawohl. Sie sind ja Chair. Sollte jemand von euch einen anderen Kollegen in Gefahr bringen,
durch Missachtung dieser Anweisung werde ich sie aus dem Dienst entfernen, ob es Polizei oder Bundeswehr ist. Und ich werde ihnen eine Sperre eintragen, dass sie für ihr Rest ihres Lebens der Polizei und der Bundeswehr nicht mehr dienen dürfen. Jawohl. 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 Hast du das gehört, Waffer? Ich hab's gehört. Hä, ist das nicht unser Hausmeister? Nee, ich bin jetzt. Nicht mehr. Jetzt bin ich Anwärter, Sir. Unser Hausmeister immer noch entlassen? Nein. Herr Hort, Sie haben schon. Aber ruhig jetzt! Pass auf, okay. Sir. Auf die Ansage wäre ein Salut angekommen. Gut, dann würde ich mal sagen. Das war eine ganz gute Idee, ja. Kamerade, Sie von Operation gestanden. Jaffa! Sancho! Herr Sancho! Wie geht das, Mann? Sancho! Himmel! T-Muskel! Sancho! Sancho! Sancho, du bist wieder der letzte Junge! Sancho! Mann, Sancho! Was? Wie? Das ruft nach Liegestützen, Sancho. Liegestütze! Salute! 1000 Liegestütze für den Sancho! Ja. Herr Sancho, was macht ihr da? 30. Kannst du nicht schätzen? Salute! T-Muskel! Herr Sancho! T, ja! Abstand, Salute! 3. Ich bräuchte einmal eine Abholung. Oh, 2. Oh, Herr Sancho! Sancho! Oder Sancho! Ja, also das kann ich! Herr Sancho, Sie sind gerade 1000 Liegestütze ganz, ganz scharf von der Schippe gesprungen. Ja? Haben Sie irgendeinen Stock im Arsch oder warum machen Sie da so komische Bewegungen? Sie haben gerade zu stehen. Sie gucken gerade auf meinen Arsch, warum das? Ich bin Arschbohrer. Sehr anziehend. Arschbohrer redet nie da. Warte, du bist doch Profi da. Red ich eine andere Sprache, die Sie nicht sprechen? Ich? Ja, was macht jemand das denn für ein Voice-Crack? Was mache ich denn? Ich bewege mich nicht. Machen Sie das gleich. Drücken Sie den X-Muskel nochmal. Und schauen Sie mal in die andere Richtung. Nochmal das gleiche. Machen Sie mal einen Schritt nach vorne. Herr Sancho, Herr Holgersen sieht das nicht gerne. Oberschenkel hochheben. Herr Sancho, den STHG-Muskel. Jetzt ist es richtig, korrekt? Nee. Herr Sancho, den STHG-Muskel. S. Oder Z-Muskel. Ein bisschen krass. Was? Herr Sancho. Jetzt haben wir es, oder? Herr Sancho? Ja. Sie rühren sich und kommen mal bitte nach hier vorne. Okay, komme. Oh. Er zieht schon mal die Hose aus. Die beiden schon Kaugummi, glaube ich. So, Sie rühren sich jetzt, Herr Sancho. Okay. Aber der X-Muskel, Sancho. Korrekt. Oh, wenn ich ganz sogar einen Krieg gewinnen, ey. Herr Hort? Ja, Herr Toast. Sie rühren sich und kommen einmal zu mir. Natürlich. Sie denken sich jetzt eine Bestrafung für den Herrn Sancho aus, dass der Herr Sancho hier nicht den Anweisungen befolgt. Ja, das werde ich tun. Ich nehme ihn unter meine Fittiche. BBC. Wunderbar, wunderbar. Ich kümmere mich drum, Herr Tost. Wunderbar. Kamerade, rührt euch. Jaffa, nimm die Hand runter. Komm mal kurz mit. Was hast du denn da wieder gemacht? Das hat alles nicht funktioniert. Ja, wie? Ich habe alles richtig gemacht, aber irgendwie kam das nach außen nicht so richtig rüber. Pass auf, ich bring dir jetzt was bei. Was hältst du denn davon? Du kannst dir Folgendes aussuchen. Entweder du machst 1000 Liegestütze. Ja. Oder wir haben einen kurzen Boxkampf gegeneinander. Tausend Liegestütze. Bist du dir sicher? Don't fuck with the start. Hau mir mal kurz eine rein. Nochmal. Oh! Das geht schnell. Hey, die boxen sich da hinten. Musst du aufpassen. Jawohl. 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 Job beim nächsten. Also,
Herr Weinziger und Kollegen haben das mit. Was ist denn jetzt? Die gucken alle. Das ist jetzt gerade die Bestrafung? Komm, hau mir eine rein. Zack, zack. Wo hast du das gelernt? Wie, wo ich das gelernt habe? Man muss die Bank das auf mich zu schubsen. Ja. Zack. Hast du es gesehen? Komm her. Zack, zack. Bam, bam. Bam, bam, bam. Dann kann ich ihm auch gerne Einzahlung, Auszahlung gerne zeigen. Beziehungsweise Auszahlung kann ich gar nicht mal tätigen. Da, Sancho. Zack. Sprungangriff. Ich selber war bisher noch nicht im Casino. Ich weiß nicht, was der Adams um 3 Uhr nachts noch macht. Hey, was ist das? Oh, ja. Okay. Ich mach mal Vitalcheck. Haben wir eine Medikey? Ohne jetzt hier irgendeinen Namen zu stellen. Ich habe so ein Gefühl, dass man, dass der ein oder andere die glorreiche Idee kam im Casino. Das war meine Bestrafung. Von Patienten bitte. Jedenfalls verdoppelt. Alles gut. Das müssen wir Adams und der Bauer fragen. Ich war bisher nicht ein einziges Mal im Casino. Eieiei, ich fass es nicht. Ey. Herrn Weiß, das kann nicht sein. Ich hatte bis dahin nicht mal einen Einsatz am Casino. Ja. War das ein Messer? Oh ja, die Aufgabe, mir innerhalb von 24 Stunden. Was hat mir in den Kopf gestochen? Einzuholen. Ansonsten sind sie eine Woche Anwärter. Ja, also ich weiß nicht, wie ich es mitteilen soll, aber der werte Herr ist verstorben. Sag mir jetzt nicht, dass Nein, oder? Soll ich nochmal probieren? Doch, der Patient ist leider verstorben. Ja. Was? Ich kümmere mich. Ach, Herr Horn, wunderschön. Herr Toast, ich bin da. Freue ich mich. Herr Hort hat wieder eine Kopfnuss verteilt. Warten Sie, bevor Sie die die Notfallsanitäter rufen. Ja. Ja, das ist natürlich der Boss Bescheid. Mach doch jetzt mal hier. Kameraden? Jawohl. Ja, Sir. Es ist ein Kollege gefallen. Herr Hort, brauchen Sie Schmerzmittel oder so? Ja, und eine Behandlung einmal. Eine Behandlung. Gut. Ja, dann kommen Sie her. Und haben Sie was zu essen? Kriegen Sie den Herrn Sancho nicht gerettet? Nein. Der Patient ist gestorben. Okay, sehr gut. Sehr gut. Scheiße, wir haben viel zu lange gemacht heute. Kacke! Juh. Sogar im Einsatz ohne Gegner gestorben. Stimmt, was war das für eine Bestrafung? Ey, heute war insane. Heute war insane, das ging viel zu lang. Was mit dem Bankraub? Keine Ahnung, haben sie hinbekommen. Wir wollten Bankraub 19 Uhr machen, es ist 22.30 Uhr, haben sie hinbekommen. Heute war richtig geil, heute war sehr, sehr geil. Hat mir sehr gefallen. Ich freue mich jetzt schon wieder sehr aufs nächste Mal. Wir haben ein bisschen überzogen, das ist kacke. Das Pokémon Opening ist nach hinten verschoben, Clash Royale ist nach hinten verschoben, Clash of Clans, alles. Alles verschiebt sich nach hinten, beziehungsweise fällt weg. Das ist scheiße. Wir sind für Variety hier.